City of mine, how I love, how I love the city of mine. It never gets me down. City of mine, how I love, how I love the city of mine. It never gets me down, yeah. I was born in the city. Was raised on its edges. My pop worked his life on his complex. I found love in its center. If I could live here forever, think it'd be for the better. I love the weather, even though it's fog 24/7. I love the people. This is city. I met all my best friends, and I wanna thank every brick. I wanna thank every entrance to every building that I step in this city of mine. Oh, you most my best moments in life. See, I fell in love for the first time in Golden Gate Park. I saw my first rap show at Great American Hall. I used to beg my homies for a ride across the bridge to goof off and spend the whole damn day doing whatever we want. Keith drove us down to Ice Place while we'd roll up a blunt, and me and Jack would get stony, walk around and get lost. Don't think I'll ever truly pay back all I was lucky to get just by walking through the city. Know I'm a small part of this. I never really had a place to call my own, so I travel and I roam till I find that. But I'm full of adventure, so I wander and I venture, and it's safe to say that really I don't mind that. I book a flight to try to figure where my mind's at, a spot where I don't spend no money, just some time at. I mix and mingle with the people till I learn a little. I brought some weed and baby, maybe we could burn a little. She said you're funny, I said no, I'm Xavier, then I left. Sun shining, birds chirping, let me take a breath. I'm headed to the city where my chance to make it best. What people like to give a little, then you take the rest. I'm hoping one day maybe I can find a place to rest. I fell in love with life and wonder where it take me next. I like the hustle and bustle. I fell in love with the fashion. I feel the pulse of the city. It's moving me like a passion. And it's mine. Baby, we go way back. All the situation, circumstances, still we don't mind. Steady going on. I dance around the Hey, I know I'm a street star. Was geht? Hallo? Hallo, jemand da? Oh yeah. Oha. Kuss geht raus, danke für den Sabarino. Stimmt, Digga, das mal wollte ich noch anpassen. Das war das, ist das falsche Geräusch. Oh yeah, danke für den Sabarino. Kuss an Tamino Bacher. Danke für den Dings. Ich habe meine Alerts alle neu eingerichtet, übrigens. Außer das habe ich anscheinend voll vergessen, Digga. Das wollte ich noch ein bisschen besser machen. Ja. Hi. Was geht, Chat? Oh yeah. Alter, was geht ab, Alter? Luca Mull, auch danke für dein Mitglied. Ich küsse eure Herzen. Danke, ihr beiden. Ihr könnt gerne mal die Emotes versuchen reinzuhauen, ne? Kuss. Was machst du heute im Live? Heute gehen wir natürlich wie klassisch auf YouTube, wie immer. Also das Einzige, was wir machen, ist auf Omme gehen. Digga, was ist denn los? Hey, Kuss geht raus. X-Razer, auch danke für dein Sabarino. Kuss. Gerne mal die Emotes reinspammen, ne? Also heute ganz klassisch auf Omme natürlich. Aber ich würde heute gern auf jeden Fall mal wieder schauen, dass wir irgendwie Tinder machen. Weil Tinder bockt sich schon, da habt ihr auch Bock drauf. Und wir können mal gucken, ob wir es vielleicht hinkriegen, mal mit einem jungen Tinder zu machen. Also das ein Junge da ist und dann Mädchen irgendwie, ne? Versteht, was ich meine? Also genau mal das Gegenteil. Aber wie gesagt, ist immer ein bisschen schwierig,
Dann natürlich Anmachsprüche und einfach schauen, was so geht. Bisschen lustige Scheiße machen wie immer sowas, wie es von mir kennt, ne? Also, ja. Ja. Ich habe heute auch keine special Sachen neu. Wir können auf jeden Fall aber auch Idiotentest machen, ja. Und keine Ahnung, einfach mal schauen, was so geht. Ich habe wieder das Gästebuch am Start, ne? Deswegen. Stimmt, jetzt weiß ich, was ich machen wollte. So, ich hole kurz mal alle Utensilien raus, die ich immer draußen liegen habe. Ja. Ihr könnt ja kurz mal klassischerweise reinschreiben, wie es euch geht, weil das ist ja immer ganz wichtig. Irgendwas noch, was ich mal wieder rausholen soll? Wie geht's euch? Alter, hier steht noch eine Müsli-Schüssel. Muss ich wegstellen. So, gut, perfekt, sehr gut, gleich ab zur Nachtschicht. Oh, das wird mich natürlich, da weiß ich nicht, wie es dir sehr gut gehen kann. Nicht gut, oha, was ist los, ich hoffe, ich kann dich ein bisschen aufmuntern. Digga, der Nightbot band aber auch alles weg hier, habe ich das Gefühl. Mhm. Gut und selber, auch alles super, ja. Genau, folgende Sache. Ausrufezeichen Holy im Chat, welches Holy soll ich mir machen, Chat? Ich muss kurz checken. Chat, welches von den drei soll ich mir machen? Kann mir einer einen Tipp geben? Welches von den drei? Nee, Apfel gibt's nicht. Apfel ist Eistee. Ich brauche Holy, ich brauche irgendwas, um munter zu werden. Ich bin ein bisschen müde heute. Also das hier ist Lion's Lemonade. Das hier ist Lemon Lizard. Und das hier ist, Blueberry Bear. Ja. Könnt ihr mal kurz reinschreiben. Aber ich sehe hier, viele schreiben, das hier. Das obere. Limonade. Das habe ich schon ewig nicht mehr getrunken, Digga. Ich weiß doch gar nicht mehr, wie das schmeckt. Alter, fuck you. Ja, scheiß drauf, wir trinken einfach das hier wieder. Ich brauch mal wieder was von Holy. Holy, könnt ihr mir mal wieder was zuschicken, Digga? Ich hab viel zu wenig Zeug zur Auswahl. Ich hab irgendwie alles verschenkt, wie so ein Idiot, ey. So, ja. So, ich mache mir kurz den Holy. Also, wie gesagt, Ausrufezeichen Holy, falls ihr das auch gerne mal zu Hause haben wollt. Und, ja, schauen wir mal, was wird, ne? Ihr könnt mir währenddessen mal reinschreiben, das frage ich jeden Stream, weil das ist echt wichtig. Was für Smalltalk-Themen gibt es heute? Über was für Sachen kann ich ein bisschen Smalltalken? Vor allem auch, über was kann ich mit Jungs reden? Ich will nicht immer nur mit Mädchen reden. Ich brauche irgendwelche Sachen, wo ich zu den Jungs gehen kann und über die ich mit Jungs quatschen kann. Hat da irgendjemand eine gute Idee? Ich schwöre, letztens hatte mal einer so eine Big Baba Bubu-Idee. Aber irgendwie hatte ich mir das auch gemerkt, aber... Ich bin da nicht mehr drauf gekommen, Digga. Bodycount? Ja, Digga, das ist ja auch Standard. Das tue ich ja immer bequatschen, gefühlt. Wird es wild heute? Hoffen wir es. Liebeskummer? Mhm. Füße, die mögen das, finden die lustig. Halloween können wir ein bisschen quatschen. Okay. Halloween.
Übers Gym? Ja, was soll ich mit denen übers Gym reden? Da habe ich doch keinen Plan von, Kappa. Okay, okay, okay. Ja. So, okay. Ich würde sagen, wir gehen erstmal rüber. Oh, das ist ein super Screenshot. Falls jemand Bock hat, ne, gerne Screenshot machen. Und mich auf Instagram verlinken oder so. Was weiß ich denn? Ach, Digga, ich bin so dämlich. So, wartet. Ich bin so dämlich. Hallo? Nein! Hallo, Chat, bin ich noch da? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hat das jemand gesehen? Oh mein Gott! Ach du Heilige! Hat das jemand gesehen? Hat man das gesehen? Habt ihr das gesehen? Ach du Scheiße, wartet kurz. Digga, ich bin gerade. Ah, warte. Ich bin gerade einfach auf die auf den Knopf gekommen, um wo ich meinen PC runterfahre, Digga. Ich bin da einfach gerade drauf gekommen, Alter. Ich habe gerade einfach fast meinen PC runtergefahren. Was denn das? Alter, es war es einfach gerade fast komplett. Ich schwöre auf alles, Digga. Ich habe gerade fast meinen PC runtergefahren. Was soll denn das? So, warte, ich muss kurz alles wieder einrichten, dann bin ich da. Digga, ist das eine Scheiße, ey, wirklich. So, ich hab's. Ich musste kurz alles einrichten, sorry. Tut mir leid. Digga, ich hab ihn. Sorry, wartet kurz, gib mir eine Sekunde. Ach, Digga, ich schwöre, hier ist wieder alles weg, ey. Ich kack mir ein. Ey, wirklich, ist es so schlimm. So, jetzt bin ich da. Inshallah. Ey, Julian, danke für die 2,50 €. Hast du es auf YouTube? Ja. So, jetzt. Sorry, ey, wirklich. Julian, ich liebe dich natürlich auch. So. Hey, Mann, Alter. So, jetzt habe ich alles wieder eingerichtet. Es tut mir wirklich komplett leid, ey. Aufnahme starten. Spotify schließen.
Digga. Wo ist meine Maus? Hier. So. So, ich bin da. Ich bin da. So, sorry. Zack. I'm a Fry, wir sind da. Und Abfahrt. Hallo? Hallo? Servus. Ach, Digga. War wieder ein Trigger. Oh. Ich dachte, das wäre ein Mädchen. Hallo? 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 Wie geht's? Gut. Und selbst? Auch. Ich bin gerade live. Ist es okay für dich? Ja. Man sieht dich nicht. Warte. Nee, war ich. Spaß, man sieht dich. Jetzt sieht man dich. Auch immer noch. Fuck. Ist das bei mir nur so, dass ich so viele Leute nicht sehe, oder ist das bei allen mittlerweile angekommen? Wie, dass du so viele Leute nicht siehst? Ja, Digga, die sind bei mir immer alle verschwommen, das fuckt tierisch ab. Ja, die müssen dann beim Mikro, müssen die nochmal auf ihr Mikro klicken. Dann sieht man die wieder. Ja, ich weiß, aber das fuckt halt ab, weil du siehst die ja nicht direkt, weißt du? Ja, ja, ich weiß. Und dann weißt du nicht, was du da hast. Ja, und dann redest du erstmal mit denen und verschwendest Zeit und dann sehen die einfach richtig hässlich aus. Weiß nicht, kennst du das? Ja. Ja, ich auch. Das ist hart. Das ist so voll die Zeitverschwendung. Oder das sind dann irgendwelche so, weiß ich nicht, viel zu alten Menschen. Nein, nee, das hört man. Also mit, ich rede ja auch nicht mit den anderen. Nein, also ja, was? Halt das Ding ist ja, dass er verschwommen ist und dann redest du mit denen und auf einmal machen die es dann, also ist das dann weg und dann liegen die da so im Bett, weißt du, so halb nackt. Und dann denkst du, ist doch cool, ist doch eine Überraschung, ist doch Surprise. Nee. Hattest du schon mal, ich wollte das eigentlich gerade fragen. Hattest du es schon mal, dass da du mit einem geredet hast und dann war der so weg und dann hast du einfach seinen Penis gesehen? Ja, viel zu oft. Wie cool. Nee. Ich schwöre, lustig. Nee, das war nicht lustig. Ja, ist schon lustig. Zumindest. Warte, ich muss kurz. Simon, bist du zufällig hier im Stream gerade? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Wie alt bist du überhaupt? 14. Nice, dann aber nett. Man kann sich unterhalten zumindest. Wow, da kann man auch mal reden, 14, Mann. Ich habe ja keine Absichten, so, weißt du? Ja. Kann man auch mal reden, so, was macht die Schule? Fünfte Klasse, so, oder was du gehst? Neunte. Ah, okay. Was? Kurze Frage, weil du bist ja 14. Ja. Ja. So, für mich ist mittlerweile, ich weiß nicht, für mich wirkt 14 richtig jung. 14, das klingt so 5000 Kilometer entfernt, weißt du? Das ist Brasilien, aber, so für mich. Ja. Was ist, und für mich alt, gibt es irgendwie gar nicht mehr für mich. Alt ist vielleicht so, wenn jemand 20 ist, ja, okay. Wenn jemand 21, 20 ist, fühle mich immer noch so auf einer, so 23 ist schon ein bisschen älter für mich. Aber was ist für dich alt? Also, wo du dich nicht mehr wohlfühlst, weil du fühlst dich dann als eine deutlich jüngere Person? Ist das schon, also ich weiß nicht, weil mit 14 ist das doch gar nicht so weit entfernt, oder? Wo man dann sich komisch. Also weiß ich gar nicht, so ab 20? Also ab 20 denkst du dir so. Aber so, wo, okay. Nee. Ich meine, so in der Schule zum Beispiel, da hat man sich so. Da waren so ein, zwei Klassen über dir, die waren die Älteren und da hast du Respekt noch vorgehabt, gefühlt so. Ja. Aber so mittlerweile gibt es jetzt, weil wenn jemand 20 ist, so 21, so, das ist jetzt nicht so, wo ich sage, okay, der ist massig älter als ich so oder reifer. Aber mit 14, da denkst du doch mit irgendeinem 16-Jähriger, der ist ja. Nee. Nee? Nee. Ja, also, okay, dann halt nicht, aber für mich schon irgendwie. Für mich nicht. Also, ich weiß nicht. Vielleicht ab 20 oder kommt immer so drauf an. Vielleicht auch ab 18. Sind für dich in der Schule, die, welche 9. Klasse? Die in der 10. Klasse, sind die für dich? Nein. Haben die Relevanz? Nein. Gar kein, ist dir scheißegal, ob jemand in die 10., 11., 12. Klasse geht, du bist 9. und es juckt dich nicht, ob die älter sind als du, so mäßig. Also, ab 12. würde ich sagen, eigentlich schon ab 11. Kommt immer, ja, ab 11. Ja, ich hatte früher immer Respekt vor denen, die eine Klasse über mir waren, schon so. Nee.
Aber vielleicht liegt es das daran, dass ich sehr viel Kontakt auch, als ich in der 5. war, sehr viel Kontakt mit den 10, also mit dem jetzigen 10. hatte. Vielleicht liegt es daran, dass ich da jetzt schon viele kenne. Ja, deswegen. Weiß ich jetzt ja nicht so. Was macht man in der 9. Klasse gerade? Schule. Ihr kennt es. Bei allen möglichen. Auch gut. Kann man mal machen so. Sachen, die man nicht im weiteren Leben braucht. Ja, interessant an sich. Ne? Ja. Hey, übrigens, bin gerade auch auf TikTok live. Hey, alle, die auf TikTok zuschauen, kommt gerne auf YouTube. Ich habe vergessen, die Kommentare auszumachen. Ihr dürft hier nicht kommentieren auf TikTok. Das darf man nur auf YouTube. Deswegen, falls ihr kommentieren wollt, kommt auf YouTube. Perfekt. So. Was macht ihr? Nichts. Du weißt nicht. Warum wissen die Leute nie, was sie in der Schule gerade machen? Ja, du musst schon, so weißt du, du musst die Fächer so sagen. Was machst du in Mathe? Habe ich gerade neues Thema angefangen. Was ist das Aber Thema? Das neue Thema, keine Ahnung. Wie heißt es? Ich hatte, also, wir haben jetzt Arbeit geschrieben, letzte Stunde vor den Ferien. Über. Ich habe jetzt über so Sachen vergrößern und verkleinern irgendwie. Was? Vergrößern, verkleinern? Warte, ich sag's. Mein Penis vergrößert sich auch, wenn da Blut reinfließt. So, das ist jetzt ja keine Aussage. Warte, ich kann dir genau das warum sagen. Warum weiß ich denn? Das ist ja, guck mal, und daran merkt man, dass das deutsche Schulsystem sinnlos ist. Weil man lernt zwar diese Scheiße, weißt du? Eigentlich müsstest du ja wissen, über was es geht. Aber ja. Da du einfach das nur in dich reingefressen hast und das versucht hast reinzulernen, du weißt nicht mal, über was du geschrieben hast nach ein paar Tagen, weil du das einfach nur versucht hast, auswendig zu können, ohne dass es dir jemals später noch was bringt. Also, warte. Verhältnisgleichungen. Also, 1 zu 3. Oder nein, sowas. Warte. Ich kann dir ein Bild zeigen. Es ist komplette Katastrophe. Ich habe es nicht wirklich verstanden. Also, Arbeit lief gut so, aber halt. Ich weiß gar nicht, ob man das wieso bist du eigentlich im Stream, Digga? Das! Weil, ja. Hey, das sind doch Winkel. Das ist doch... Nein! Das zeichne ich hier. Sowas. Spiegelt voll an. Aha. So eine Scheiße. Ach, Digga, ich bin so froh, nicht mehr in die Dreckschule zu gehen, sag ich dir ehrlich. Das juckt mich auch irgendwie nicht mehr. Die Kacke. Ja. Naja, gut. Hey, war nett, ne? Ja. Ich denke mal, wir sehen uns bestimmt noch irgendwann, weil man sieht sich immer zweimal in dem. Ja. Rein, ne? Ja. Ciao, ciao. Was denn? Sympathisch, man kann sich unterhalten. Ich habe keinen Plan mehr von Schule. Hey, was geht? Hast du einen Plan von Schule? Schule, was ist Schule? Ja, keine Ahnung, scheiß auf Schule. Schule ist kacke. Aber richtig kacke. Boah, heute habe ich richtige Blähung. Es kann passieren, dass ich heute öfters mal im Stream richtig saftigen Furz ablasse. Öfters mal. Warte mal, ich glaube genau jetzt. Oh ja. Oh ja. Und sonst? Doch, kann man machen. Ich fühle mich wie so ein Barkeeper, Digga. Scheiße, ich muss tanken. Gute Qualität. Ist nicht aufgegangen. Warte, warum tropft das hier so? Nein! Oh nein. Irgendwo ist ein Loch. Irgendwo sind wir undicht. Wir sind irgendwo undicht. Aber wo? Hier.
scheiß drauf, Digga. Ausrufezeichen, holy. Netzkapitän. Linus ist heute einfach lost unterwegs. Kauf dir einen neuen Shaker, Digga. Ich muss mir doch keinen Shaker kaufen. Das schickt mir doch holy, die besten Männer. Ja, dieser Shaker ist auch kacke. Den gibt's auch nicht zu kaufen, Digga. Der ist auch abgenutzt des Todes. Das habe ich irgendwann mal bekommen, Digga. Ey, ich küsse dein Herz. Danke für den 5 Euro. Davon hole ich mir morgen Döner. Obwohl, weiß nicht, bei den aktuellen Preisen, ich weiß nicht, ob ich mir da schon Döner leisten kann, sag ich dir, wie es ist. Muss man schon nochmal 2 Euro nachlegen. Da kann ich mir vielleicht einen holen. XD. Ja, yeah, Matt, die macht. Nein, nein, Digga. Nein, nein, Skip. Was war denn das? Bin ich irgendwie... Stell Land auf Schweiz ein. Okay, du hast mir Geld gespendet. Ich muss auf dich hören, ja? Doch, ich weiß nicht. Ich bin käuflich. Hallo? Oh, so. Hallo? 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 Digga, was ist denn mit den Polen, Digga? Digga, warum ist jetzt hier alles nass, Mann? Ich kack mir ein, ey. Ja, Digga, Sam ist TikToker. Hallo? Hallo. Wie geht's? Gut, danke schön dir. Auch gut. Bin grad. Gut, dann nicht. Warum wollt ihr mir kein Lied vorspielen? Ja, Digga, ist scheiß auf die Schweiz. Wirklich, die 2 Euro, die haben auch nur für ein paar Sekunden gereicht. Der, warum wollte er mir kein Lied vorspielen, Digga? Was ist mit ihm? Spasti. Vor allem, die sehen dich dann. Oh mein Gott, Marielle. Nein! 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 Die sehen dich. Nein! Dann. Warte, ich hab seinen Namen vergessen. Ich auch. Kevin. Kevin. Ja. Hi Kevin. Hallo Kevin. Ich bin gerade live, ne? Das ist voll dumm eigentlich, aber ist okay, wenn man mich sieht. Hi. Ist okay, wenn man euch sieht. Warte, warte. Ist okay, wenn man euch sieht. Ist okay. Es kommt immer keine Antwort, Digga. Rede ich mit der Wand? Hallo? Kevin, wie alt bist du? Jetzt aber rede ich mit der Wand? Ja. Hallo, ich bin gerade live. Ist okay, wenn man euch sieht? Ruhig, ja. Ruhig, Krauner. Ich bin ganz ruhig. Ich hab alles unter Kontrolle. Was hat irgendjemand hier gerade gesagt von euch beiden? Was? Wie alt du bist? Ja, da ich halt Menschenkenntnisse hab und da ich jetzt das mal so abschätzen würde, würde ich jetzt einfach mal sagen, älter als ihr. Ja, das ist richtig. Weil wer immer man ist so. Definitiv jünger als ich, wenn man solche Fragen stellt. Wie alt bist du? Voll die unreife Frage eigentlich. Man fragt einem Gentleman nicht nach einem Alter. Beantworte mir doch jetzt einfach meine Frage. Das ist keine unreife Frage. 3 Jahre älter als ihr. Ich bin 14. Was sagt das? Was heißt das? Anna. Du bist 17. Nee, dann doch keine 3 Jahre. Ja, deswegen. Ja, gut, nee, dann war auch ganz nett mit euch geredet zu haben für heute. Ne? War echt nett. Tschüss. Nies, wieso bist du eigentlich im Chat? Ich denke, du kannst heute nicht. Idiot. Ich muss auch Ey Leute, habt ihr schon gesehen, dass ich jetzt Bart habe? Scheiße, sieht man nicht. Na, lassen wir es einfach, das Thema. Aber hast du nicht einen Laptop? Wisst ihr was? Deswegen dachte ich, du hast es auch so auf dem Laptop gemacht. Na egal. Seno Pickel halt's Maul, Digga. Ich seh irgendwie gar kein blaues Werkzeug mehr hinter deinem Namen. Ganz komisch. Hallo? Ey, Patrick, guck mal. Patrick, komm, Alter. Hallo. Gute Internet, diese. Wie geht's dir? Gut. Ja, ich weiß. Ja, das machst du nix, ne? Ah, Digga, das könnte ich euch und mir nicht an.
Schön, schön. Das Internet war bodenlos. Soll ich mal lassen? Gottes Willen, Alter. Reagier mal ein bisschen entspannter, wenn du mich siehst. Hallo? Wie geht's dir? Ich bin gerade live. Ist okay, wenn man euch sieht? Ja, ja. Auch wenn man euch jetzt nur 10 Sekunden sieht, denn ich gebe euch 10 Sekunden Zeit zu sagen, wie alt ihr seid. 18 und 17. Hä? Ich bin 17? Ja, okay, das war gelogen. Stopp, wir fangen nochmal neu an. Ich gebe euch 5 Sekunden Zeit, um zu sagen, wie alt ihr seid. 16 und 11. Sind wir jünger aus oder älter? Hä? Sind wir jünger älter oder älter aus? Hallo? Irgendwie Verbindung weg. Hallo? Hallo. Hallo. Ich habe eine Frage. Wie alt schätzt du mich? Gib mir eine Sekunde. Ich habe erstmal eine Gegenfrage. Ich bin gerade live, so Kim und dich sieht. Nein, bitte nicht. Okay. Digga, wie die dann immer langsam aus dem Bild gehen, das ist einfach nur göttlich, wirklich. Ich kack mir ein, ich hasse Menschen. Warum sind die überhaupt auf Ome TV, wenn man die nicht in Livestreams sehen soll? Die würden Ome TV nicht mal ohne Leute wie mich kennen, diese Opfer. Sorry. So. Ja. Gute Laune, vorprogrammiert. Also heute bist du jetzt schwach. Der Sonntag ist gelaufen heute. Hallo? Oh mein Gott, bist du der Echte? Nee. Oh mein Gott, doch. Vielleicht? Ich habe so gehofft, dich irgendwann mal hier zu treffen. Ja, das sagen alle irgendwie. Ich bin gerade live, ist okay, wenn man dich sieht? Ja, alles gut. Also man sieht dich nicht. Du musst deine Kamera mal dingsen. Dingsen? Wo bist du gerade? Handy, Laptop, PC? Ja, Handy. Tu mal einmal innen und dann, also tu mal Außenkamera und dann wieder Innenkamera machen. Macht man das? Oh, unten rechts irgendwo oder so. Ja, jetzt? Zunächst eine Frage? Nee. Oh, wie alt bist du? 16. Wie alt bist du? 16. Wie alt bist du? 16. Und jetzt sag mal echtes Alter? Ja, 16. Und jetzt echtes Alter? Ist es echtes Alter? Warum sind denn alle... Also das glaub ich dir nicht. Bis jetzt war heute noch keiner 16 hier. Obwohl doch, die davor war 16. Na gut, dann bist du 16, dann glaube ich es dir einfach mal. Wie kommst du? Sag kurz Geburtsdatum. 25.07. 2006. Ich kann Geburtstag merken. Das kannst du mir nicht erzählen. Du willst jetzt nicht sagen, dass du gerade wirklich... Doch. Aber ich könnte nicht mal sagen, wann meine Eltern Geburtstag haben. So. Wann haben deine Eltern Geburtstag? Ja, weiß ich ja nicht. Ungefähr? Also, ich glaube, mein Dad hat Februar, aber meine Mom weiß ich wirklich nicht. Wann hast du nochmal Geburtstag? Juli. Tag? 25. Hat die gerade 25.06. gesagt? Welches Jahr? 2006. Du hast gerade 2007 gesagt. Hä, nein. Doch. Nein. Und überleg mal, 2007, ist man da 16? 15, glaube ich, oder? Ja. Ist jetzt doof für dich. Glaube ich dir jetzt irgendwie nicht so, die ganze Nummer? Ja, gut. Wir sehen uns, ne? Ja, ja. Und genau deswegen hasse ich, dass man die Leute erst verschwommen sieht. Also, ne? Wenn ihr, also, ja. Perfekt, dann lassen wir das Thema einfach. Ja, nice. Ich weiß, dass die 2006 gesagt hat, ich habe sie verarscht. Ich bin ein kleiner Pranker wieder mal gewesen. Die hat 2006 gesagt. Gott, ich soll nach Island gehen, Digga? What the fuck? Was ist denn das für ein Call? Den muss ich jetzt mal testen. Island? Digga, hier gibt's gar kein Island.
Heißt das irgendwie anders? Indien, Indonesien, Irland, Israel. Es gibt nur Großbritannien, Digga. Da ist Schmutz. Aber ist Island Großbritannien? Nee. Oh mein Gott, nee, ne? Nein, Alter. Nee. Ich bin live, ist okay, wenn man dich sieht. Ganz schnell. Jo, alles gut. Warte kurz. Digga, nee. Kurze Redepause. Hey, Netzkapitän, danke für die 3 Euro Döner wegen der Inflation. Teure 3 Euro noch dazu. Ich küsse dein Herz, jetzt habe ich 7 Euro für einen Döner. Aber jetzt nochmal 50% Steuern wegrechnen und danach nochmal, davor nochmal 50% von YouTube wegrechnen. Also habe ich jetzt faktisch gesehen von den 7 Euro, 3,50 Euro, 1,75 Euro. Danke dir, beste. Hey, was geht? Ach, nicht viel, nur dass ich vorhin noch meine Ex hier auf Ommel getroffen habe. Digga, nee, ne? Wie deine Ex hatte... auf Ommel getroffen? Ja, meine Ex auf Ommel getroffen. Genau, ja, so 2 Leute vor dir. Wie lange seid ihr schon getrennt? 2 Jahre. Und wie habt ihr euch kennengelernt? Omme. Ja, das... aber wie, kam die aus deiner Nähe oder war das eine Fernbeziehung? Das war eine Fernbeziehung. Naja, was heißt Fernbeziehung? Ja, okay, Fernbeziehung, aber... Hast du gerade dein Headset abgenommen und da ist dein Mikrofon dran? Bist du eigentlich dumm? Was für? Ja... Hier ist mein Mikrofon, hier habe ich jetzt Kopfhörer, hä? Ja, aber hast du schon mal drüber nachgedacht, dass ich dich gerade schlechter höre, weil du dein Headset abgenommen hast? Was für? Ich kann dafür nichts. Ja, okay, warte. Okay, alles gut. Ja, und sonst, was auf Omel TV heute? Warte, ich ändere das eben. So, wieder besser? Ja. Besser. Bisschen. Ich finde das mies scheiße mit solchen fetten Kopfhörern so. Warte, wir richten kurz dein Headset ein. Du musst kurz ein bisschen noch weiter weg wieder. Das ist zu laut schon wieder fast. Oh. Na, nichts. Ja, sag mal was. Ja, so? Ein bisschen ganz leicht näher noch. Ganz leicht? Na, das war zu viel, wirklich. Ich hab ganz leicht. Dafür kann ich auch nichts. Okay, mach wieder ein kleines Stück weg. Mann, du weißt doch eigentlich, mit Kleinen umzugehen, Mann. Du hast doch auch einen kleinen Oder war das nur bei mir so? Weiß ich nicht. Man weiß es nicht. Hast du einen kleinen, sei ehrlich. Heute bitte einmal ehrlich sein. Jetzt. Was würdest du von dir ehrlich sagen? Hast du einen kleinen oder einen kleinen? Der Großen hat, der hätte es jetzt wirklich gemacht, weil der hat nichts zu verstecken. Du, wir chillen hier auf Omme und du bist jetzt gerade live, ne? Das kann ich nicht machen. Also, ich weiß genau, dass mein bester Freund dir jetzt gerade zuguckt auf... Du kannst, ja. Es wäre bloß jetzt nicht unbedingt vorteilhaft, sagen wir so. Ja. Yeah. Tamino, danke für den Euro, ich küsse dein Herz. Nee, aber ja, du hast deine Ex auf Omel kennengelernt, oder was? Ja. Vor Die kommt wann? Ganz aus... Hä? Wann? Vor ungefähr 2 Jahren, keine Ahnung. Hat es ja lange gehalten, wenn ihr euch vor 2 Jahren auch getrennt habt. Naja, nee, vor 1,5 Jahren haben wir uns getrennt, vor 2 Jahren haben wir uns auf Omel kennengelernt. So war das. Und das war dann eine Fernbeziehung? Ja, sozusagen. Ich war aber öfters mal in Bayern, weil mein Vater da auch lebt. 900 Kilometer. Weiß ich dir, also das war, das konnte ja auch nur scheitern, Bruder. Ja, ich hatte keinen Bock mehr. Dann habe ich eine neue kennengelernt und jo. Und jetzt bist du wieder Single, weil die neue dich auch verlassen hat. Oh, das war jetzt. Also bisher habe ich noch gar keine verlassen. Bisher habe ich die immer alle verlassen, weil ich keinen Bock mehr hatte. Okay, ja, das sage ich auch immer. Die meisten haben auch immer. Ja. Die meisten haben auch immer nur Scheiße gebaut und Drogen genommen und so einen Scheiß. Und darauf habe ich keinen Bock. Sag ich ganz ehrlich, die Jugendlichen von heute. Okay, du bist, glaube ich, schon 18, 19. Weiß ich jetzt gerade nicht. Ich gucke alle deine Videos. Ich bin 17. Achso, ja. Bist auch jugendlich. Ich bin auch jugendlich. Oder ja, ich 21. Weiß. Ich weiß, aber heutzutage, guck dir mal die 5-Klässler an. Die 9-Klässler haben mittlerweile vor den Schiss. Na klar, weil die kiffen, rauchen und mehr Muskeln haben, als ja, ich jemals ja, habe. Ja, deswegen ja. Ja, die 5-Klässler sind, die sind, sie sind weit unterschätzt, sag ich auch. Gebe ich dir den Punkt, den Call gebe ich dir den Punkt, ja. Mhm. Also 5-Klässler, sag ich, wie es ist, nicht unterschätzen.
Es ist auch irgendwie so ganz komisch. Es gibt so Phasen, da sind die Fünftklässler so richtig, wirklich, da, die gehen mir bis zu meinem Schniedel von der Höhe. Mhm. So, also wirklich minimal klein. Da gibt es wieder Phasen, da gab es Fünftklässler, die waren größer als ich mit 17 oder 18. Ja. Das mit dem Schniedel hätte man jetzt auch ein bisschen, ne? Aber ja, okay. Wie heißt du? Ich heiße Noah. Noah, ne, war ich korrekt mit dir, ne? Jo, mit dir auch. Ist es vielleicht okay, was ich ein Video mache? Ja, okay. Alles gut. Sieht mein bester Freund mich auf alle Fälle erstmal. Du ihn nicht? Obwohl, der sieht mich sowieso jetzt gerade, weil er jetzt gerade schon wieder in deinem Livestream ist. Geiler Hallo, typ. Tobi. Aber ich hoffe, er hat auch ein Like da gelassen, ne? Gut. Ja, natürlich. Ey, Noah, wir sehen uns, ne? Jo, wir sehen uns. So, hauen Sie. Ich hoffe, der hat auch ein Like da gelassen. Der Tobi. Dann werde ich doch Nigger genannt, jetzt würde ich nicht wissen, dass ich schwarz bin. Ich habe auch gerade direkt das erste, was ich gedacht habe, war das. Das wollte ich auch als allererstes sagen. Ich hatte das als allererstes gedacht. Okay. Die war ein bisschen aggressiv. Und schwarz. Ja. Hallo? Hallo? Oh, die hatte so Brüste. Die Fünftklässler haben mehr Bart als du. Ja. Ja. Das stimmt auch. Es gibt wirklich irgendwelche, also das sind aber meistens so die Alis und so. Ich schwöre, die hier so diese, diesen, wie heißt das? Was ist denn das? So Türken, Araber, so die ganzen da, die haben alle immer in Bartwuchs. Ich weiß nicht, was die für Gene haben, Digga, das ist ja geisteskrank. Wo die diese Gene her haben, also, ja, von ihr. Die Kennex, genau, die Kennex. Die haben meistens Gene, Digga, das weiß ich nicht, Digga, diese Gene werde ich in meinem Leben nie besitzen, mit, also vom Bartwuchs her, Alter. Das ist geisteskrank. Na ja. Digga, aber was ist denn heute hier los? Baby, gib mir doch mal gute Leute. Okay, warte. Alle Länder. Top. Baby, gib mir mehr. Hallo? Ah, Bruder, die sind ja dieses andere. Yo. Yo. You're from Germany, yeah? No, from Germany. Nice. And I'm not funny. Okay. But you already know what I would say. What's the time for you in Germany? What? What is the time for you in Germany? 9 p.m. Yeah. Charles. 29 p.m. Okay, nice. Okay. Smash or pass the guy, this motherfucker. Definitely pass. There ain't no game, him, bro. Digga, ist das bodenlos, wirklich. Also, das kannst du ja keinem erzählen. Ist das bodenlos? Digga, ist das wirklich. Also. Also Bruder, wirklich, ich sag's wie es ist, ne? Kannst du auch wirklich einfach niemand erzählen, die Scheiße, Alter. Digga, hier geht aber auch gar nichts bis jetzt heute, Alter. Was ist denn das? Seit einer halben Stunde bin ich ja, also geht hier gar nichts. Vielleicht soll. Ach, ich bin ja auch. Digga, ich bin auch die ganze Zeit in einem anderen Land. Das war der von eben.
Das erkenne ich schon an der Stimme mittlerweile. Also. Digga, mittlerweile kann ich auch an Stimmen alles erkennen, ey. Die wirklich, wie alt Leute sind, das ist unfassbar. So, ich bin jetzt erstmal weiblich, so, pass auf. Neben Paar bin ich jetzt. Ich kenne dich von YouTube. Oh. Digga, sind die dumm? Gott. Boah, die war aber auch jung, das vom Hören. Ich sehe die ja auch alle nicht. Ihr seht gar nicht mehr mittlerweile. Gefühlt seht ihr genauso viel wie ich mittlerweile. Ich sehe auch alle nur noch verschwommen, Alter. Das fuckt richtig ab. Boah, Chat, jetzt kommt was. Hört genau hin, macht den Ton laut. Oh. Toll. Der war nicht so. War doch nicht gar nicht so gut, wie ich dachte. Schade eigentlich. Schade eigentlich. Nein. Digga, das ist für hier, ist nichts los gerade auf einmal, ne? Was ist denn das? Hier ist gar nichts los! Na, wisch. Gar nichts! Nada! Niente! Pa! Ja. Oh mein Gott! Linus ist auch ein Name, den ihr mir geben könnt. Gott, ist okay. Ey, for real, Kat? Nee, ist fake. Kannst du mal drei Finger in die Luft halten? Also, aber nicht so mittelfingermäßig. Nee, kann ich leider nicht. Ey, ich bin gerade live. Ist okay, wenn man euch sieht? Ja. Ach, der Name ist ja noch nicht, aber... Könnt ihr mal drei Finger in die Luft halten? Die drei Finger sind... Also, ich würde jetzt so gemacht, zum Beispiel. Cooler, swaggy. Ich hätte doch, warte mal, ich hätte doch so zeigen können. Nee, das ist uncool schon wieder. Nein. Aber man kann auch so zeigen. Ah, nee, ey, das ist was anderes, fällt mir gerade auf. Irgendwie, wenn du da draußen ein Video machst, kannst du sie als dein Titelbild machen. Nee, beim Titelbild, da nehme ich nur hübsche Leute. Also hübsch ist bei mir jetzt so, also hübsch ist immer Ansichtssache. Hübsch ist bei mir zum Beispiel viel Ausschnitt. Ach so. Ja, das hat jetzt nichts mit Gesicht zu tun letztendlich, weißt du? Deswegen ist alles gut, ne? Schade. Das war nicht persönlich gemeint. Alles gut. Ey, aber wieso fragst du nicht, manchmal fragst du ja so, ob die Leute dich raten können. Was können die mich? Raten. Wie? Mann, raten. Sag doch mal einmal, wenn ich es noch höre, klingt so lustig. Raten? Raten? Ja, so sagt man. Mit wem? Raten. Ach, Raten ist hier diese Dinge. Nein! Raten. So mit Raten. R. Nein. Hm. Die mit den 600 Zügen oder 1500? Die Fake-Dinger. Nee, die mit den 1200. 1200 kenne ich nicht. Ich kenne nur 1500. Ja, schade. Oder 2000, aber die sind ein bisschen satzbissig. Oh, jetzt fängt es bei mir auch schon an. Scheiße, das Cover. Ja, was ist damit? Mit Raten? Nein, du fragst doch manchmal so, ob dich die Mädels so auf Omme bewerten können. Ja. Also. Und jetzt? Willst du auch fragen? Warte kurz. Florian Scholz, danke für die 10 Euro. Du bist der Beste, wirklich. Ich küsse dein Herz. Kuss, oder? Florian ist der Beste. Ja, Florian ist ein Schatz. Tendenziell könnte ich das jetzt machen mit dem, aber ist halt das Problem. Fühlt sich ja ein bisschen komisch an, von jemandem bewertet zu werden, den man selber nicht mal sieht, weißt du? Dann bewertet sie dich. Ich? Nee. Doch, ich bewerte dich. Warum zeigst du dich nicht? Ja, weil ich schon ungeschminkt bin. Und warum zeigst du dich nicht? Nochmal? Das ist so eine Lüge. Also... Was ist jetzt die Lüge? Hallo? Das ist die Mac. Die ist nicht ungeschminkt. Doch. Zeig. Nee, man kann... Werd hier nicht ehrenlos. Zeig man doch. Man muss auch voll aufs Klo. Dann geh doch.
Dann können wir wenigstens entspannt quatschen. Kann man auch mit mir? Nee, das ist kack. So. Nee, dann geh jetzt aufs Klo, komm. Oder nimm mich mit. Ich hab nicht mal eine Hose an. Ich dackel doch jetzt hier nicht durch den Hintergrund. Ja, das ist jetzt kein Problem nach wie vor. Das ist ungeschminkt kein Problem, keine Hose an kein Problem. Sag mir noch ein paar Dinge, die kein Problem sind. Das wird dann sein. Das wäre dann ein Bild. Das wäre. Nein! Welche Farbe hat die Unterhose? Schwarz. Schwarz ist gut. Wie alt bist du eigentlich? 19 oder so, ne? Nein, sehe ich so alt aus? Du bist 18. Aber sehe ich aus wie 19? Digga, ja. Du siehst aus wie 21. Das ist super, wirklich, gib mir mehr Komplimente, super. Jetzt 10 von 10, oder? Weil ey, aber warte, ich wollte dir eins sagen, seitdem ich irgendwann mal auf TikTok dein Video gesehen habe, da meintest du so, da hat irgendwer was gegen deine Pickel gesagt, aber ich sag dir ehrlich, wenn Jungs Pickel haben, das macht einen 1000-mal attraktiver. Würdest du die gerne ausdrücken? Nein. Schade. Das ist voll weird, Digga, stell dir mal vor, das spritzt mir ins Auge. Stell ich mir eigentlich ziemlich gut vor. Ey, Kim, der ist voll süß. Aber halt nicht mit Pickeln. Doch, ich sag wirklich. Gott, lass einfach Bruder das. Aber ich sag dir ehrlich, würdest du deine Haare ein bisschen besser stylen, wärst du noch süßer. Was hast du jetzt gegen meine Haare? Ich bin meine Haare waren noch nie so gut wie aktuell. Ich war noch nie so glücklich über meine Haare wie gerade. Ja, okay, dann sehen die doch voll schön aus. Warum lass ich mir überhaupt was von der was sagen? Hey, wie geht's dir? Wie heißt du? Ich? Nee, du, ja, natürlich, ich will doch, red doch jetzt nicht mit irgendeiner, die ich nicht mehr sehe. Nee. Warum? Nee, stopp, bevor wir reden. Warum zeigst du dich nicht? Ja. Sag es. Es gibt keinen Grund. Ich dann will zeig dich doch jetzt. Ich will dich jetzt sehen. Jetzt bin ich interessiert an deinem Aussehen, weil du redest hier mit mir, gibst mir Komplimente, aber ich kann nicht mal Komplimente zurückgeben. Wie schlau ich eigentlich bin. Würdest du eh nicht, Digga. Du bist so frech in deinen YouTube-Videos, auch zu Leuten, die aussehen wie eine 10 von 10. Was heißt frech? War ich jetzt zu deiner Freundin frech? Nein. Siehst du? Doch war ich, scheiße. Ey, ich würde ihn eigentlich jetzt gern skippen, aber ich will ihn nicht skippen. Nein, dann zeig doch, ich will doch jetzt dich sehen. Wir wollen dich jetzt alle sehen. Es stimmt, der ist schon. Stell mal vor, dass einer so in der Klasse drin. Und dann ist was? Dann sind wir in der Klassengruppe. Und dann ist was? Nichts. Oh Mann, Kim, ich skipp den gleich. Warum denn? Ich will noch einen Screenshot machen. Nee, warum willst du mich jetzt skippen? Mann, weil du mich nervst. Ja, aber ich will doch nur sehen, wie du aussiehst. Das Ding ist, die sieht nicht mal scheiße aus. Ja, das glaube ich auch. Die klingt auch nicht so, als würde die hässlich sein. Vor allem, die hat eine hübsche Freundin. Also es gibt jetzt zwei Varianten. Entweder die sieht beide extrem gut aus oder sie ist extrem fett und hässlich. Nee, ist sie ja nicht. Weil es meistens gibt es nur entweder zwei sehr hübsche beste Freundinnen oder eine, die richtig extrem gut aussieht. Die wärst dann du. Und die andere ist fett, hässlich und nervt alle. Nee. Das könnte jetzt die andere sein. Ja, sie ist nicht fett, ja, und sie ist auch nicht irgendwie hässlich. Aber nervt sie? Nee. Ach, Digga, okay. Sei doch ehrlich. Nee, Digga, sie nervt mich. Mit ihr hatte ich noch nie so viel Spaß. Mit anderen Personen hatte ich noch nie so viel Spaß. Mann, ich muss voll aufs Klo, Mann. Bevor ich nicht genüsslich auf dem Klo war, zeige ich mich hier eh nicht. Dann geh doch jetzt, ich kann doch mit deiner Freundin aufquatschen. Das wird aber eine lange Sitzung. Ja, dann geh halt einen abscheißen, ich hab Zeit. Mann, dann kann ich wenigstens mal mit deiner Freundin unterhalten. Mit der habe ich noch kein Wort gewechselt gefühlt, weil du hier mit mir redest, obwohl ich doch nicht mal dich sehe. Ja, dann geh jetzt eine fette Sitzung machen und ich quatsch kurz mit deiner Freundin. Ey, aber zeig mich jetzt nicht, wenn ich da hier rum. Ja, das wäre voll doof, wenn die dich zeigen würde. Ey, Kim, wenn du mich jetzt zeigst, Alter, nee. Ich zeig extra meinen Arsch. Aber nach dem Abschiss zeigst du dich. Ey. Okay, stell mal vor, das Hintergrund fällt jetzt an. Ey, zeig mich jetzt echt. Geh jetzt aufs Klo, meine Fresse! Warte, mach's doch mal. Verpiss dich! Okay. Hallo Kim, wie geht's? Hallo, gut, und dir? Warum ist deine Freundin so? Mann, sie hat irgendwie, keine Ahnung. Schiss! Nee, aber. Ah, der hast du den verstanden, weil. Ja, egal. Oh ja,
Warum habt ihr auch keinen Platz, wo man das Handy abstellt? Es fuckt doch voll ab, die ganze Zeit das Handy zu halten, oder? Doch, wir haben da was, aber irgendwie mein Handy muss laden und das funktioniert da nicht. Wieso muss eigentlich bei, also gefühlt die Hälfte der Leute, die hier mit Handy sind, der muss das Handy laden? Ja, mein Handy habe ich den ganzen Tag heute nicht geladen. Das macht ja Sinn. Am Abend haben einfach alle das Problem, dass das Handy leer ist. Schlau. Ich lade einfach den ganzen Tag mein Handy, ist mir scheißegal. Kim. Ja? Sag ehrlich, ist sie die fette, hässliche Freundin? Nein. Okay. Aber kennst du das? Dass so Mädchen so... Ja, meine... Nee, sag ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, wie alles landet. Nein, das muss man jetzt... Du hast, ist das nicht deine beste Freundin? Nee, also... Doch, schon, irgendwo, aber... Aber du hast noch eine fette... Nein, das... Nein, hab ich nicht. Ich hab nur sie gerade. Weil wir haben... Eigentlich waren wir eine Dreierfreundschaft, aber... Es hat nicht funktioniert und dann... Aber jetzt sag ich dir ehrlich, eine Dreierfreundschaft kann auch nicht funktionieren. Es hat bestimmt über ein Jahr funktioniert. Ja, aber es gibt immer zwei, die sich besser verstehen oder irgendjemand, der sich dann mal ausgegrenzt das fühlt. Das Ding ist, ich hab mich mit der anderen besser verstanden als mit ihr eigentlich, deswegen... Warst du fett? Nee, sag ich nicht. Hey, das ist, okay, also... Nein, das ist eigentlich auch scheiße. Nein, das war ein Witz eigentlich. Nein, ich zeig nur mit. Aber wenn sie jetzt dünn wäre, hättest du Nein gesagt. Okay, lass mir das im Raum stehen. Ich sage halt gar nichts dazu. Ich sage nicht, ob sie dick oder nicht war. Ich sage auch nicht, ob sie dünn war. Ja, das ist auch schlau. Ey, Digga, sag mal, ist das kaputt? Ich schwöre, ich kriege einen Anfall. Ich habe gerade die ganze Nacht Hose nass. Was hat er denn gesagt? Ey, sieht man den Spiegel? Ich denke, du hast eine große Sitzung. Mann! ob ich meine andere Freundin oder Frau Fett war. Das war ein Witz. Das ist nicht so negativ gesehen. So. Denk, du hast eine große Sitzung vor dir. Wieso ist sie schon wieder hier? Ging schneller als gedacht. Und jetzt ist der Moment sozusagen, wo sie sich jetzt zeigt. Jetzt zeigt sie sich sozusagen. Gleich. Genau jetzt. Guck mal, ey, du hast mich jetzt so lange warten lassen. Ich bin aufgeregt. Ich will sie sehen. Er ist auf seinem Stuhl. Also er steht halb auf seinem Stuhl. Oh Mann, nein! Schärfer jetzt! Guck, ich mache ein ultimatives Angebot. Was wollt ihr denn? Wenn sie sich zeigt, esse ich eins von diesen extrem ekligen Beanbuses, die noch nicht mal geöffnet sind, weil die so eklig sind. Was ist das? Ah, das sind scharfe Beanbuses. Ich kann nicht scharf und ich kann keine Beanbuses. Wenn sie sich zeigt, drehe ich einmal daran. Los, Sherina. Nein! Hey, na, wieso? Das ist ein unschlagbares Angebot. Du kannst mich leiden sehen, wenn du dich zeigst und dann kriegst du noch Komplimente von mir, dass du gut aussiehst und von dem Chat. Und das ist eigentlich ein... Mann, doch. Ach, das, guck, und es gibt auch meistens so eine Freundschaften, da gibt es eine, die sieht richtig gut aus, weil die sagt immer, sie sieht scheiße aus. Das ist, fuck mich auch extrem. Die Kim, also die gerade sich zeigt, die ist viel hübscher als ich, Digga. Ich will mich gar nicht zeigen. Das ja, okay, das verstehe ich, aber ist auch nicht so schwer, weißt du? Digga, ich gehe voll mit der raus, weil die viel besser aussieht als ich. Kim, wie heißt die andere? Sherina. Sherina, und genau das ist der Punkt. Du bist das Problem. Würdest und du dich jetzt zeigen? Die ist nicht mal hässlich, Digga. Nee, nein, würde sie sich jetzt zeigen, würde die so viele Komplimente bekommen. Aber ohne diese Komplimente denkt sie immer noch, also wahrscheinlich würden diese Komplimente auch für sie nichts bedeuten, aber die will sich... schon auf. Er macht mich schon auf. Ey, was ist denn mit meinem Bett? Ja, keine Ahnung. So. Ich hab's schon bereit, du musst dich jetzt bloß zeigen. Muss ich? Was muss ich denn machen, dass du dich zeigst? Warte, gib mir das Handy. Mein Penis zeigen? Ja. Zeigst du dich dann? Ja. Halt's Maul. Ich würde meinen Penis. Also meinen Penis zeige ich sehr schnell, aber Damen eigentlich nicht so. Zeigt man sich schnell nackt, wenn man weiblich ist? Also unter Freunden. Naja, Kim und ich schlafen nackt zusammen. Schön. Ich muss schon wieder voll aufs Klo, Digga.
Coole Vorstellung irgendwie. Ich weiß nicht warum. Es ist einfach gerade in meinem Kopf. Nee, aber dann zeigt euch doch jetzt einfach kurz. Ja, aber guck weg. Nein. Okay, ich guck weg. Aber dein Stream sieht es ja. Und der ja, ich guck aber weg. Mann, nein. Okay, einmal kurz. Ich ja, aber weg. Mach dein, dann mach dein Stream aus. Ich guck doch weg. Hier ist nichts. Da ist. Nee, Mann, Kim. Hier ist eine Wand. Nee, sie will, glaube ich, nicht, dass die Leute im Stream sie sehen. Du kannst schon gucken, ich zeig mich nicht. Mach warum? Dein Stream und ich zeig mich. Ich habe jetzt was drüber. Nee, Alter, ich sehe voll Schirina. Durchgebumst aus. Es ist okay, das ist jetzt ein Statement. Zeig dich doch einfach. Wo ist nein. Das Problem? Dein Stream ist das Problem. Man sieht dich jetzt nicht. Genau jetzt. Man sieht nichts. Warte. Du bist hier, ich kann es dir zeigen. YouTube? Pass auf. Hier. Auf YouTube? Hier, auf YouTube? Siehst du dich? Nee. Ich sehe meine Wand. Nein, das ist aber verschwommen. Hallo, guck hier, warte. Man sieht die ja. Aber ich kenne das, wenn es verschwommen ist, sieht man es ganz leicht, aber halt übelst verschwommen. Ich war letztens in seinem Live drin. Warte, man sieht nichts. Bist du auf YouTube live? Ja, man sieht nichts. Ja, sag mal, wie du da heißt. Nee, das ist jetzt Quatsch. Sag doch, guck, man sieht nichts. Guck, man kann. Warum sieht man Kim jetzt auch nicht mehr? Hi. Hier, siehst du? Man sieht euch nicht. Der Chat wird richtig aggressiv. Dann skipp doch einfach. Nein, ich will aber, du bist cool und deine Freundin auch. Ich will mit euch reden, aber ich will euch sehen. Ja, dann gib mir deine Nummer und dann... Was ist denn das jetzt? Wieso sind wir jetzt bei Nummer gelandet? Nein, das war doch nur ein Spaß. Mann, wenn dein Chat so aggressiv wird, dann skip uns einfach. Nee, und weil dann... die... Das die wollen dich komisch finden. Weil die wollen dich sehen. Zeig jetzt wenigstens mal Kim wieder. Ich krieg ja gleich einen Anfall, wenn ich mit der Wand rede. Hi, Kim. Hey, Mann, du bist... Ja, Mann, oh mein Gott, die war hässlich. Ach, du Scheiße. Gesehen. Digga, du hast das extra gemacht. Man hat dich doch gar nicht... Oh nein, Scheiße. Nee. Nee, ey, ist besser, dass du dich nicht gezeigt hast. Ne? Hätten wir es auch nie machen sollen. Digga, man hat dich doch gar nicht gesehen. Digga, das hast du so extra gemacht. Oh Gott, nein, Alter. Heilige Kacke, Alter. Digga, hat man sie gesehen? Oh ja, aber richtig. Das war richtig schlimm sogar vor allem. Man hat dich nicht gesehen. Digga, man hat mich gesehen. Nein. Ich hatte doch nicht rauszureden. Das war so, Digga. Als hätte ich... Jetzt, aber das ist wirklich. Nee, das ist aber auch korrekt. Ja. Digga, hä? Was war denn mit ihr? Let's man. Digga, what the fuck, genau deswegen hasse ich Mädchen, Alter. Genau aus diesem Grund hasse ich einen Darm, Alter. Was, wie sehr kann man denn so Probleme mit sich selber haben, dass man sich nicht zeigt, Alter, hä? What the fuck? Hey Daniel, danke für die 2 Euro. Jojo, was geht? Ey, gerade ganz komisch. Ich schwöre, wie sehr... Da muss man ja sich selber hassen oder sowas. Was war denn da los, Alter? Ihre Freundin sah sehr hübsch aus und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie auch sehr hübsch war. Ich fand sie auch sehr nett, muss man auch sagen. Und allein an so einer Stimme und so einer Ausstrahlung erkennt man auch, ob jemand... Hallo? Ob jemand höchstwahrscheinlich gut aussieht oder so. Und ich schwöre, die klangen wie keine... Die, hallo? Hallo. Das war jetzt auffällig. Was? Mein Stream im Hintergrund. Ich bin live. Ist okay, wenn man dich sieht? Ja. Du warst auf live? Suche. Nur auf TikTok? Nee, auf YouTube bin ich live. Ja, warum sieht man dich nur auf TikTok? Weil das restreamt wird von irgendjemandem. Also von mir, aber von... Ah, das bist gar nicht du. Natürlich bin ich das. Hä? Aber das restreamt irgendjemand, den ich kenne. Mach nicht ich. Aha, jetzt hab ich's verstanden. Okay. Stalkst du mich? Ja. Cool.
Warum bist du dann noch nicht vor meiner Haustür gewesen? Ja, das ist eine gute Frage. Also dann hätte es ja, also würde es sich ja wenigstens lohnen, dass du mich stalkst. Dann hätte ich dich reingebittet, hätte gesagt Hallo und dann hätte ich gefragt, hey, willst du dich vielleicht später noch in mein Bettgästebuch eintragen? Und warum hast du das? Was ist das? Ja, das ist mein Bettgästebuch für nach dem Bett. Mach mal auf. Wie heißt du? Mach mal auf. Was denn? Hier. Vorwort. Mhm, das nächste. Durft er rein, dann trage ich dich ein. Denn ene mene miste, wir waren in der Kiste. Und ene mene mu, hier warst nicht nur du. Und weiter? Dann kommen hier solche Seiten. Aber es hat sich noch niemand eingetragen. Schade. Weißt du das? Ja. Ist mir ein bisschen zu privat, die ersten Seiten zu zeigen. Oh, okay. Ja. Nee, aber da hat sich tatsächlich keiner eingetragen. Traurig. Aber bald. Traurig. Wenn du ein bisschen intensiver anfängst zu stalken, zumindest würde ich jetzt mal davon ausgehen, einfach. Wie? Wenn du intensiver mit dem Stalken wirst, dann könnte es passieren, dass sich jemand einträgt, meinte ich. Ah, okay. Ja, ich versuch. Try your best. I'm gonna try my best. See, I will. Was? See. Scheiß okay. drauf. Du hast mich gestalkt. Richtig. Nein, du warst zufällig auf meiner For You. Und dann warst du da drin und bist auf Omel gegangen und hast gedacht, vielleicht finde ich ihn ja. Eigentlich wollte ich Omel gehen. Oh, sorry, es kam aus mir raus, wirklich. Es kam voll aus mir raus. Ich schwöre, ich hasse das. Sorry. Es kam gerade voll aus mir raus. Wegen einmal. Einmal verzeih ich's. Okay. Das ist wegen Holy, das schmeckt so gut. Achso. Ausrufezeichen Holy. Was? Egal, was wolltest du sagen? Ich ist voll ungentlemanlike, jemanden so unterbrechen, weil ich bin sehr interessiert an dir und ich höre dir zu und alles, was du sagst, interessiert mich voll. Ich habe gesagt, ich wollte sowieso umgehen und dann kam dein Livestream und dann dachte ich, okay, machen wir mal Deutschland und dann kamst plötzlich du. Was hast du gesagt? Ich habe mich gerade in deinem Gesicht verloren, tut mir leid. Oh mein Gott. God, stop. Wie alt bist du? 16, du? 18. Von wo bist du? Naja, aus dem Abendland, Deutschland. Also Sachsen, keine Ahnung. Inwiefern weiß man, wenn man in der Schweiz wohnt, was so in Sachsen so? Kennt man da Bundesländer? Nein, man hört es so, aber man kennt es nicht wirklich. Gibt es in der Schweiz Bundesländer? Ich weiß nicht, ob das das Gleiche ist. Also so Abteile? Ja. Heißt es Kantonen oder so? Nee, so ja, Kantone. Ja, Kantone. Wie viel gibt's da? 26. 26? Mhm. Ich glaube. Das ist voll viel, oder? Ja. Ich hoffe, ich bin richtig. Und haben die alle so eine eigene Regierung so mäßig? Was meinst du damit? In Deutschland gibt es 16 Bundesländer und jedes Bundesland hat so eine eigene Regierung, die über das Bundesland selber so alles so ein paar gewisse Dinge entscheidet. Aber große Dinge entscheidet der Bundesstaat, also so. Mhm. Und es gibt aber auch Sachen, die das Land, also dieses Bundesland für sich extra entscheidet. Zum Beispiel Schule und so ist es Ländersache und sowas. Ja, wir haben das auch. Krass, ja. Und da gibt es 26 Dinge, die da extra entscheiden. Die sind ja dann so groß wie Berlin gefühlt alle, weil Schweiz ist ja im Verhältnis gar nicht groß. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Krass. Ja. Und du stalkst da so gerne. Wie viele Einwohner hat die Schweiz? Wie? Wie viele Einwohner hat die Schweiz? Boah, du fragst mich Sachen. Keine Ahnung. Digga, als wenn du nicht weißt, wie viele Einwohner die fucking Schweiz hast. Weiß es wirklich? Es interessiert mich nicht. Woher soll ich das wissen? Aber wüsste man in Deutschland, wie viele Einwohner Deutschland hat, wenn es dieses eine Kacklied nicht gäbe? Mal so dumm gesagt. Weil jeder kennt, der das Lied 80 Millionen kennt. Weiß nicht, ob du es kennst.
Der kennt, weiß wie viele Einwohner Deutschland hat. Aber wüsste ich, dass Deutschland irgendwie so 80 Millionen Einwohner hat, wenn es das Lied nicht gäbe? Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Ich bin einer von 80 Millionen. Von 83 mittlerweile. Das Lied ist nicht mehr ganz aktuell. Und du bist einer von 8,6 Millionen. Oh, wow. Hat jemand zumindest reingeschrieben, ich vertraue dem Bruder. Wie heißt du überhaupt? Auguste. Hm? Auguste. Nee, wir haben Oktober tatsächlich. Oh mein Gott, schwör. Ja. Krass. August ist schon zwei Monate her. Leider. Wann bist du geboren? Im Juni. Das ist scheiße, oder? Ja, das ist scheiße gelaufen, ja. Digga, wie cool wäre das, wenn du im August geboren würdest? Wäre lustig gewesen. Wenn in unserem Land das, der Monat gleich heißen würde, dann hätte meine Mutter so angepasst, weißt du. Aber deine Mutter? Meine Mutter. Ich mag deine Mutter. Meine Mutter. Seid ihr reich eigentlich? Weil ihr kommst aus Schweiz? Nein, ich bin auch keine Schweizerin. Ich bin auch nicht reich. Hey, wieso bist du keine Schweizerin? Ja, ich lebe nur hier. Wo kommst du her dann? Litauen. Cool. Und ja, ja. Warum nicht mehr? Geld, gut. Frage beendet. Ach, keine Ahnung, ich keine Zukunft dort. Also ich bin nur da geboren. Meine Eltern auch, aber wir lebten, also ich lebte ein Jahr in Irland. Irland? Meine ihr hattet recht, dass die in Irland alle gut aussehen, ihr Hunde. Ich bin nicht von dort. Meine Eltern haben gar keine irländischen Wurzeln. Ach so, nee, aber vor uns haben alle gesagt, in Irland sehen alle gut aus und da du ja ganz gut aussiehst, dachte ich irgendwie. Ja, gut. Dankeschön, aber leider nicht, nein. Wolltest du jetzt nicht gerade irgendwas sagen? Hä? Ich keine Ahnung, ich dachte, du hast irgendwie... Ja, nein. Perfekt. Absolut nicht. Kurze Frage, du hast gerade den Stream geguckt, oder? Mhm. Hast du die zwei Mädchen davor gesehen? Alter, was war los bei denen? Warum ist es bei Mädchen so oft so, dass die sich selber irgendwie nicht attraktiv finden? Sie finden sich attraktiv oder nicht? Nicht? Also so viele Mädchen sagen selber, ich sehe scheiße aus und... Keine Ahnung, die machen sich selber voll runter und alles. Keine Ahnung, I can't relate. Hä? Ich weiß es nicht. Sorry, I can't speak English so good, so that's the problem. Relate heißt das vergleichen oder nee? Ja, ich weiß nicht, ich bin nicht so, keine Ahnung. Ja, aber gut, du siehst auch echt gut aus, ne? Was willst du denn da auch schlecht reden? Dankeschön. Nein, keine Ahnung, ich finde, was willst du machen? Willst du dich operieren, willst du dich... Was willst du machen? Es ist, wie es ist. Ich würde mich gerne operieren lassen, tatsächlich. Was willst du operieren? Ja, so ein paar Millimeter mehr werden schon, also... Schon klar, schon klar. Also, ich dachte, also, ja. Von 5 auf 7 oder so wäre ganz cool, so deswegen. Ja, klar. Nein, Spaß. Ich habe einen großen Penis und das reicht. Nein, okay, er ist nicht groß. Ja, jetzt wird's lassen das Thema einfach. Ich hab einen Penis. Fertig. Ab. Gut. Zu Ende. Ja. Mein Penis hat. Naja, ein großes. Ich hab. Du kannst Penis nennen, manche nennen es so. Das Thema einfach. Ach du Scheiße. Aber warum sind deine Eltern nicht nach Deutschland gezogen? Es wäre doch viel cooler als die Schweiz. Keine Ahnung. Frag meine Eltern. Ey, habt ihr schon mal eure Eltern gefragt, wie sie sich kennengelernt haben? Also, oder hast du die schon mal gefragt? Ja, in der Disco. Ja, früher gab es doch so richtig Disco-geil, so wo man, da war das so, da ist man bis 22 Uhr nur dahin gegangen und dann nach Hause oder so. Ja. Oder nee, bis 0 Uhr, aber sonntags gab es das auch und da ging es bis 22 oder so. Da ist man schon 16 Uhr hin oder sowas. Keine Ahnung, aber... Ey, das ist voll interessant. Oder von euren Großeltern die Story, wie die sich so kennengelernt haben und sowas. Ey, das ist voll krass. So, meine Oma hat das letztens mal so ein bisschen erzählt. So wie mal, und früher war das auch voll so stressig und schlimm, weil die Eltern waren ja voll streng und dann musste man so sich heimlich treffen und sowas. Das ist voll geil eigentlich, diese Storys.
Man muss viel mehr seine Großeltern auch über so Geschichten von früher ausfragen. Also wenn man welche hat. So, man weiß. Hat was. Auf jeden Fall. Warum lachst du? Weiß nicht, weil gerade so eine Ruhe hier ist. Ja, Sehen wir uns aus, wie es Ruhe ist, die Ruhe besser. Nackt. Okay. War ein Versuch wert. Eine hat sich mal ausgezogen. Das war nicht so lustig. Wäre ich fast gebannt worden. Na, wirklich? Ja, ich habe so gesagt. Pass, let's go. Nicht Spaß. Ja, doch. Also. Ich habe gesagt, lass mal Schicht eine Chance spielen, der Verlierer muss sich ausziehen. Und ich war schon ausgezogen, das war das Problem. Ja. Ach du Scheiße. Frage. Mhm. Frag. Was ist dir so bei Jungs? Na, das ist ein falscher Ansatz. Ist es wichtig, dass ein Junge so ein bisschen trainierter ist? Oder also ein bisschen so. Jetzt nicht so unbedingt einen Bauch hat, sag ich mal. Muskulöser. Mhm. Ich glaube, es hat gar nichts damit zu tun, allgemein, ob es besser oder nicht ist. Ich glaube, es ist abhängig von Person zu Person, was sie halt attraktiver finden. Es gibt sicher Mädchen, die finden es nicht schön, wenn er zu muskulös ist. Der heiße Preis geht um dich! Und es geht. Und um mich. Keine Ahnung, ich kann es nicht sagen. Es ist. Weiß doch nicht. Wenn mein Traummann einen Bierbauch hat, dann ist das so. Wenn das passt und er so aussieht, ist es okay, wenn er. Wenn er muskulös ist und das gepasst hat, dann ist es auch okay, weißt du, was ich meine? Ja. Ja, ja gut, unsere Beziehung würde mit einer Lüge anfangen, ist besser so, dass ich hier irgendwie mich raushalte. Was für muskulös. Aber, was sagst du? Digga, ich. Was? Was sagst du, was ist so. Also, Mann, viele Jungs, ich glaube, so ein Problem, über was sich Jungs sehr viele Gedanken machen, ist so Behaarung. Ey, Digga, es gibt Jungs, ich kenne jetzt kein Beispiel, ne? Aber die haben schon sehr viele behaarte Stellen an ihrem Körper, also ich meine überall, wirklich überall. Und die fragen sich immer, ob das so für Mädchen, ob das so eine Rolle spielt. Also. Also ich meine wirklich überall, das hat mir ein Kumpel erzählt. Ich sag so, welche Behaarung ich gar nicht mag oder gar nicht schön finde, ist diese Bauch-Brustbehaarung. Fühle ich dieser auch gar Stich. Nicht. Ich verstehe nicht, wie man sich das stehen lassen kann. Nein, das weiß ich wirklich nicht. Das ist hässlich. Das tut mir leid, das ist hässlich. Das geht gar nicht. Und wenn wir noch ein Stück weiter runtergehen? Frage für einen Freund. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Spielt das irgendeine Rolle? Ja, ich... Es geht jetzt obviously um alles, was so am Bein mit Bein zu tun hat. Also auch also hinten das Bein zum Beispiel. Weißt du, was ich meine? Also Bein hat ja auch, also Oberschenkel, also, ne, verstehe. Ja, ich verstehe schon. Ich glaube schon, dass besser ist halt ohne, aber was ich finde es scheiße, jemandem zu sagen, er soll es machen, obwohl er sich so wohlfühlt. Aber interessiert dich das? Ist das, denkst du dir so, komisch oder denkst du dir einfach gar nichts? Ich denke mir gar nichts. Ja, das ist ja der Punkt, weil man macht sich so, also mir ist es mittlerweile scheißegal so, aber man macht sich so, also ich kenne das von früher noch so als Junge, man macht sich da voll Gedanken darüber, so dass, ja, keine Ahnung, ich habe hier voll viele Haare und da und irgendwie meine Arschhaare wachsen und so. Digga, keine Ahnung. Und da denkt man sich immer, Alter, das ist voll schlimm und so. Aber so machen Nein. Mädchen machen sich da gar keine Gedanken darüber so wirklich, oder? Nein, voll übertrieben. Ja, und das ist ja das, weswegen ich das so ansprechen will, weil es halt so viele so gibt, die da so voll da so gestresst drüber nachdenken, weißt du? Nein, geht voll klar. Also ist gar nicht such a big deal. Aber ich muss auch ehrlich sagen, was? Ja, komm, erzähl. Ich weiß nicht, es ist auch immer so eine Thematik, schon immer. Aber ich mag das nicht, wenn Mädchen so behaart sind. Ist einfach so. Ich meine, so Sachen wie Achseln oder so. Ich schwöre, ich finde das überhaupt nicht geil, wenn die so unrasiert sind. Ja, keine Ahnung, ich finde es selber nicht geil, wenn ich nicht rasiert bin. Weißt du, was ich meine? So, ja, eben, das ist der Punkt. Nicht cool. Das ist der Punkt. Ich sag nicht, dass Mädchen keine Haare. Digga, wenn Mädchen Armhaare hat, so ich.
weißt du, das ist nichts. Das ist egal so. Das soll das jetzt nicht, ich habe auch jetzt nicht viele, aber wenn das jetzt nicht so wie bei meinen Oberschenkeln aussieht, die Haare am Arm so, dann ist alles okay, so weißt du. Wenn das so ein bisschen ist und so, das juckt ja nicht. Aber auch so Sachen wie unter den Achseln oder so, dass da so richtige Behaarung da ist, so, das juckt mich halt. Das finde ich nicht geil und das finde ich kacke, wenn Mädchen das haben. So, es geht jetzt eher darum, so Mädchen, mit denen ich was zu tun hätte dann, im engeren Sinne, weißt du? Nicht jetzt so, ist mir scheißegal, was Katharina aus weiß ich nicht, was macht, ne? Aber ich fühle das selber nicht, wenn ich mal 2-3 Tage mich nicht rasiert habe und dann da so, ich fühle das ekelhaft unter den Nein, Achseln. Aber bei Männer Achselhaare geht auch gar nicht. Ich finde das so ekelhaft. Aber es gibt viele, die, so in Amerika ist das voll... Ja, dort ist es voll cool, so, aber ich finde es voll ekelhaft. Ich finde es auch nicht geil. Mich fuckt es schon nach 2-3 Tagen ab. Keine Ahnung, stell dir mal vor, er hat hier so einen Busch, oder? Und dann schwitzt er und dann ist es voll nass und dann kommt der irgendwie so. Ich kann nicht. Ja, nee, ich fühle das auch selber nicht so. Nein, es geht gar nicht. Aber alles so, es gibt so Dinge, die ich selber an Behaarung nicht fühle, will ich bei Damen auch nicht. Mhm. Was? Und war dann, das deine Frage? Nee, bei mir, alles, was ich selber nicht geil finde, was ich selber ungern behaart habe, finde ich bei Damen auch nicht geil behaart. Und dann vielleicht gibt es auch ein, zwei Sachen, wo man auch noch sagt, so wegen so Gesicht oder so, wo das jetzt vielleicht auch nicht so vorteilhaft ist. Ja. Aber sonst ist das... Ja, scheiß drauf, wirklich. Ist schon wieder ein super Thema irgendwie. Wir sind hier schon wieder irgendwo reingerutscht. Aber ist cool, ich mag das so, über solche Themen zu reden. Ich habe schon ewig nicht mehr darüber geredet irgendwie. Ja, ist auch wichtig, so von Manns Frau auszutauschen. Man weiß ja... Habt ihr gehört? Mann. Man kann... Falls irgendjemand was... Sorry, ich musste das kurz enjoyen, die Nummer. Nein, keine Ahnung, so eine Freundin kann dir nicht dasselbe geben oder sagen, wie ein Mann sozusagen einer Frau, was eine Frau tun soll, weißt du, was ich meine? Ein Freund. Achso, ja, von deiner Seite aus, verstehe. Ja. Ja, aber das, ich meine so, dieses Thema so mit den Haaren so untenrum irgendwo, ich schwöre, du machst dir als manchmal so voll Gedanken über so Dinge allgemein im Leben, ne? Du machst dir Gedanken, ey, wenn ich da jetzt hingehe und so, oder wenn ich nicht, ich habe früher in der Schule, war ganz schlimm, ich habe mir immer, wenn ich krank war, habe ich immer gedacht, Digga, die denken jetzt schon wieder, ich schwänze oder so, oder mach irgendeinen Kack. Ich mache mir voll Gedanken über alles und du kommst, und dann denkst du dir, wenn du nächsten Tag wieder in die Schule musst, oh nein, dann komme ich da rein und alle so hier und da und dann kommst du rein, die sagen hallo und es hat keinen gejuckt, dass du nicht da warst, so mäßig. Ja. Man macht sich viel zu viele Gedanken, aber man weiß halt nicht, wie es richtig ist. Und das ist auch so bei so Mädchen, man denkt sich, ja, wenn ich jetzt hier und da das hab und so und Pickel und hier und Alter, die denken sich, was bin ich für ein Opfer und die wollen nichts mit mir zu tun haben, denken voll ekelhaft der Typ und alles, aber Digga, man weiß es halt nicht, man denkt nur, das ist das eigene und deswegen ist so voll, finde ich das auch voll cool, mal so darüber zu reden manchmal. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Weil, Digga, ich sitze da mit Akne oder so und denke mir, Alter, alle finden mich abstoßend, dabei ist das überhaupt nichts Schlimmes so. Ja, ist so. Man überdenkt alles viel zu viel. Es ist alles viel weniger schlimmer, als man es selber wahrnimmt. So. Was lachst Schöne denn? Kette übrigens. Danke. Was? Bist du christlich? Irgendwie, also ist das wie... Ja, christlich. Ich meine die andere Kette. Ja, nee, nice. Und sonst so. Was machen wir jetzt? Sex? Sex, also, kennst du den Würfel? Weißt ja, du, ja. Würfeln einfach, ja, was ja, wir klar, so machen. Klar. Klar. Nee, ja, ist okay. Nee, ey, war echt cool mit dir zu, so, ich fand, also, die, war nett, ich, also, ich feiere dich, den Talk, ja. Und die ja, Connection ist auch. Da. Ja, fühlst du denn? Hä, hallo? Fuck. Ey, die war so cool und nett, ich Das war so eine coole, so eine nette. Der Furz war auch nice. Oha, Digga. Oha.
Ey, Chipo, danke für die 2,50. Ja, die Freundschaft von denen ist, glaube ich, echt zerstört. Und Robin, danke für den Euro. Und Tristan, danke für die 6 Euro. Ey, an alle, die gerade auf TikTok zuschauen, ich küsse euer Herz, lasst mal alle ein Like da. Ihr könnt leider nicht kommentieren. Wenn ihr kommentieren wollt, kommt auf YouTube. Wir sind gerade auf YouTube live. Das ist viel cooler. Also, falls ihr richtig den Stream schauen wollt, so mit Chat und alles, dann kommt sehr gerne rüber auf YouTube. Und ja, teilt den Stream, lasst ein Like da, alles kommt rüber auf YouTube. Da ist cooler als auf TikTok. Ich schwöre auf alles. Hallo? Hallo? Das ist der eine, den kenne ich. Ja, ja, der eine. Ich bin gerade live, ist okay, wenn man euch sieht? Ja, aber nur, wenn wir gerade gut aussehen. Ach so, nee, ja, nee, dann mach ich jetzt weiter, ne? Halt, Schatz. Hä, welcher bist du nochmal? Ja, das ist jetzt die Frage. Welcher bin ich? Es gibt, also, was ist denn zur Auswahl? Nein, aber ich hab dich... Es gibt, okay, warte, ich gebe euch eine Auswahl. Ihr dürft jetzt selber entscheiden, wer ich bin. Es gibt einen gut aussehenden, ja, und es gibt einen hässlichen. Wer bin ich? Ich hab keine Ahnung, wer du bist, sorry. Aber bin ich jetzt der gut aussehende oder der hässliche? Schon der gut aussehende. Riftzone ist auch echt hässlich, muss man eben lassen, ey. Oder zwischen wen? Oder zwischen wen ist jetzt die Entscheidung hier? Aber wo bist du denn live? Pornhub. Ach, cool. Ja. Ja, aber da kennen die uns alle schon, sorry. Hä? Warum skippt die mich jetzt? Nick. Warum hat die mich jetzt geskippt, Digga? War geil. Lol. Ey, Freunde, ne? Falls ihr übrigens auf YouTube noch nicht abonniert habt hier, ne? Ey, es fehlen noch 19 Abonnenten, dann haben wir die... Oh, fuck, Digga, perfekt. Ey, es fehlen noch 19 Abonnenten. Dann haben wir die... Ach, Digga, scheiß wirklich drauf, ey. Es fehlen noch 19 Abonnenten, dann haben wir die 280.000 geknackt. Ich will nicht sagen, dass es cool wäre, wenn ihr mal ein Abo da lassen würdet, ja? Aber so ein kleines Abonnementchen würde schon Schmack und Fatzen. So kurz 15 Leute müssen noch auf YouTube abonnieren. Und dann furze ich euch richtig in die Kamera nochmal. Oh, nee, doch nicht. Komm, lasst alle mal ein Abo da. Oh, ihr seid die Besten. 280.000. Ey, ich versuche dieses Jahr übrigens noch die 300.000 zu knacken. Ey, was? Habe ich 200? 300.000? Ich versuche dieses Jahr noch die 300.000 zu knacken. Und wenn es gut kommt, plane ich gerade so, dass es dann zu Weihnachten, also wenn alles gut läuft, knacke ich zu Weihnachten, bis Weihnachten die 300.000. Und dann ist mein Ziel, zu Weihnachten euch ein dickes Best-of von 2021 Omme TV rauszuhauen. Und dort will ich eine PS5 und 500 Euro Amazon oder so verlosen. Also ein 1000 Euro Gewinnspiel machen oder so. Aus eigener Hand natürlich. Ich bin nicht wie die ganzen anderen, wer dafür bezahlt, dass ich eine Verlosung mache, sondern ich würde euch selber dann... Hallo? Ja. Digga, mein TikTok-Livestream wurde eingeschränkt. TikTok wirbt nicht für Inhalte, die Benutzerinteraktionen manipulieren, wie beispielsweise Folgen zum Zurückfolgen. Digga, wieso wurde mein TikTok-Livestream wurde einfach ich manipuliere euch. Ey, alle, die gerade auf TikTok zuschauen, falls ich gleich irgendwie nicht mehr auf TikTok live bin, dann liegt es daran, dass TikTok irgendwas gegen mich hat, deswegen kommt lieber auf YouTube. Hä, Digga, mein TikTok-Livestream wurde wegen Manipulation eingeschränkt. Ja, scheiß drauf, YouTube eh besser. Ey, wir haben gar keine Insta-Story gemacht. Ja. Moin. Oh, Junge, ich hab heute Furz. Alter, es knallert aber auch hier. Ey, Freunde, falls ihr noch kein Like da gelassen habt, lasst unbedingt mal ein Like da.
Kannst du mir was beibringen? Wie soll ich dir was beibringen? Weiß nicht, ich bin gerade live, ist okay für dich? Ja, alles gut. Warte doch, du bringst mir jetzt was bei, gib mir eine Sekunde. Bring mir irgendwas Cooles bei. Ich hab mir das Ding irgendwann mal gekauft, aber ich kann nichts. Okay. Warte, soll ich dir was Schweres oder Leichtes? Ja, irgendwas, was ich jetzt hinkriege vielleicht. Okay, da kenne ich was. Okay, zeig's mir. Okay, wie? Warte. Hier. Ja? Nee, warte. Was muss ich einstellen? Wie heißt sowas? Sprite Piano. Check ihn nicht. Bright Piano. Bright Piano. Ja, nee, scheiß drauf, du bringst mir doch nichts bei. Ist egal, was du einstellst. Achso, ja, warte, dann noch letzte Chance. Gib mir jetzt schnell. Wo jetzt? Hier. Mach doch mal langsam. Hier, zwischen den beiden hier. Ja? Eins weiter hoch. Nee, warte. Ah, nee, scheiß wirklich drauf. Es gibt einen Grund, warum ich das nicht mehr mache. Cool, das ist mein Abgang. Spiel meinen Abgang. Das ist mein Abgang. Du musst jetzt meinen Abgang spielen. Ich mach jetzt weiter, nee. Aber du musst jetzt kurz spielen, diesen Sound. Ich dich nicht, aber vielleicht können wir uns noch kennenlernen. Oh mein Gott, machst du gerade ein YouTube-Video? Live, ist das okay für dich? Ja. Hi, was geht? Nix bei dir. Hä? Wieso bin ich jetzt unscharf? Hä? Wieso ist meine Kamera hat sich verstellt? Digga, perfekt. Das kann. Hä? Wieso hat sich meine Kamera verstellt? Das ist jetzt mysteriös. Kann mir das mal einer erklären? Meine Kamera hat keinen Autofokus an. Wieso hat die sich gerade verstellt, Digga? Das weiß ich auch nicht. Digga, aber wieso habe ich ein Loch im Boden, Digga? Wie alt bist du? 16. Chat, alle, die 12 geschrieben haben, ihr lagt falsch. Ey, ich meine, es hat keiner 12 geschrieben, ne? So, falls du das jetzt irgendwie denkst, ne? Aber die dachten, du bist bei mir. Ja, perfekt, das war's auch schon wieder komplett. Habe ich mich schon bei Tristan für die 6 Euro bedankt? Tristan, danke, wenn ich es noch nicht gemacht habe. Freunde, macht mal die 1000 Likes vor, das wäre mal richtig wichtig und richtig und geil. 1000 Likes, geht es? Wäre das gut? Macht ihr das? Einmal 1000 Likes voll machen? Ey, wir müssen jetzt mal jemanden für Tinder finden, ich schwöre auf alles. Ja, wie denn? Such jetzt mal. Ich mache jetzt Tinder. Ich suche jetzt eine Dame für uns. Hallo. Wäre möglich gewesen mit ihr? Ey, die aus der Schweiz war so korrekt, ne? Ich schwöre. Kann ich. Wie kann man bei Tinder teilnehmen? Erkläre ich, wenn es soweit ist. Auf jeden Fall wichtig, um bei Tinder teilzunehmen. Einfach schon mal, ihr müsst auf jeden Fall schon mal auf Instagram folgen. Jetzt bitte Wave jetzt Instagram-Link reinposten. Ganz oft. Also erstmal müsst ihr mir definitiv auf Instagram dafür folgen.
Schöne Frisur heute. Danke, Digga. Ich bin sehr zufrieden gerade mit meinen Haaren. Genauso würde ich die für immer tragen. Aber mal gucken, wie lange ich schaffe, Digga. Es variiert immer. Interessieren. Ich such dich. Oh nein, Bruder, das gebe ich direkt. Sag ich dir, wie es ist. Oh, Digga, ich dachte, es hat geklingelt bei uns. Wie ist der Holy-Rabattcode? Außer wird es eigentlich Holy Juice. Julian. Was sag ich schon wieder? Juice, Alter. Juice. Mama. Digga, wie oft ich in letzter Zeit so den Juice gesagt habe. Ey, Julian, wann machst du dein Wer wird Millionär-Format wieder? Das wäre cool, Digga. Ich will da mal wieder teilnehmen. Ist guter Content für mich. So. Und für dich, logischerweise. Krasse. Freunde, macht jetzt... So, stopp. Ihr müsst jetzt die 1000 Likes voll machen. Eher mache ich nicht weiter. Und auf TikTok, ihr macht die 100.000 Likes voll. Jetzt. Sofort. 100.000 Likes voll machen. Ganz schnell. Und auf YouTube 1000 Likes voll machen. Boah, ich bin so gut in dem Ding. Guck mal, ich bin so schlau einfach. So, jetzt machen wir auf TikTok die 100.000 Likes voll. Alle liken, liken, liken auf TikTok, 100.000 Likes voll machen. Und auf YouTube die 1000 Likes. Eher mache ich nicht weiter. Ja, wenn die auf TikTok die 100.000 nicht haben, juckt's mich eh nicht, dann mache ich trotzdem weiter. Aber die sind schneller als ihr auf YouTube. Was ist denn mit euch? Digga, ihr könnt doch wohl mal 1000 Likes voll machen, ihr Knechte. Komm. Hä, was ist mit euch? Es gehen einfach 100 Leute raus, anstatt zu liken. Digga, was ist, anstatt zu liken, verlassen einfach die Hälfte der Stream, Digga. Seid ihr lost? TikTok hat schon die 100.000 Likes. Ihr noch nicht. Also die 1000. Der, ihr habt gerade 200 Zuschauer verloren, nur weil ich ein paar Likes wollte. Ich bin doch nicht so intelligent, wie ich dachte. Schade eigentlich. Ich mache einfach weiter, ohne die 1000 Likes geknackt zu haben. Hallo, schön. Was war denn das? Hi. Hi. Man sieht dich nicht. Mach mal Mikrofon, verbind mal das Mikrofon. Ja, gleich. Ich bin live, ist okay, wenn man euch sieht? Ja, alles okay. Okay. Du wirst jetzt aber so richtig krass reagieren, wenn ihr mich dann seht, ne? Ja, natürlich. Okay, wartet. Seid ihr bereit? Ja. Oha! Oh! Sehe ich gut aus? Ja. Hä, hey, man sieht mich ja... Alter, wieso sieht man mich im Play-Button? Digga, man sieht mich einfach im Play-Button. Ja. Lol. Hä, das ist ja voll der komische Winkel, dass man... Na? Gucke ich euch jetzt gerade an? Ja. Geile Sache. Das Alkohol. Hä, lol, was für... Das war einfach der perfekte Winkel. Was, isst du gerade einen Döner? Ja. Okay. 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 Now we talking. Was ist auf dem Döner drauf? Sag, warte. Alles. Nein, das ist, guck mal. Da fängt schon falsch an. Alles. Es gibt in so komischen Bundesländern manchmal Cocktailsoße. Wer macht sowas drauf? Zum Beispiel. Tomaten. Wer macht, sag mir, was machst du drauf? Soße? Salat, Zwiebeln. Soße. Fleisch, Soße. Dönersoße, keine Ahnung. Welche Soße? Welche Soße? Dönersoße. Du gehst zum Döner und sagst einmal Dönersoße? Ja. Du gehst nicht wirklich hin und sagst Dönersoße, oder? Hey, ich sag einfach nur einen kleinen Döner mit allem. Du isst einen kleinen Döner?
Es wird gerade sehr respektlos. Ja, es ja sehr ich pack nicht mal einen Blind. Es wird gerade sehr respektlos hier, sag ich, wie es ist, ne? Also ist es jetzt Kräutersoße oder Knoblauchsoße? Erzählt mir doch keiner, dass ihr nicht wisst, was ihr für eine Soße... Ich glaube Kräuter. Ihr wisst nicht, was da... Nein. Gott. Sorry, das ist echt nicht einfach gerade mit euch. Aber es ist lecker. Ja, das ist... Was machst du drauf? Tomaten? Nein. Nein. Alles außer Tomaten und Peperoni. Und sagst trotzdem zum Dönermann mit allem. Verarschst du den oder was? Ja. Zwiebeln? Ja. Ja, nee, ich will es eigentlich. Käse? Nein. Sonst noch irgendwas? Das muss man extra sagen und extra bezahlen. Sonst noch irgendwas? Hä? Hast du dich irgendwas von Nudeln gelabert? Nein, Nudeln? Ich hab grad Nudeln verstanden, ich hoffe alles. Naja, gut. Was für Fleisch? Was für Fleisch? Schwein, Rind. Nee, was? Schwein, Kalb. Ich bin meistens Hähnchen. Hähnchen. Ja. Hähnchen. Boah, es ist respektlos. Ich sag's mir nicht. Wow, wow, wow. Gut, nee, wirklich, ich kann mir das nicht antun. Aber war nett mit euch. Ja. Also, nee, es war echt scheiße mit euch, wie sag ich offen. Naja. Nochmal irgendwie überdenken die Sachen, oder? Ja, ist weiter, nee, macht nicht wirklich. Ja, wenn ich ein Video mache, ist das okay für euch oder nicht so? Ja, alles ja. Okay. Super, dann mache ich jetzt weiter, wir sehen uns. Respektlos. Respektlos. Hi, das ist ein Fake. Ja, natürlich. Es ist ein Fake. Oh mein Gott. Dieser Fake kann auch skippen. Digga, warum ist man überhaupt auf OmmeTV, wenn man sich sofort verpisst, sobald man Leute sieht, kann ich die nicht erfolgen. Unterwegs sind? Mal auf ernster Basis. Wieso ist man dann überhaupt auf Omme, wenn ich fragen darf? Hallo? Hi. Oh mein Gott, dabei. Ja, es ist so respektlos, die Leute. Ohne mich würden die scheiß Plattform nicht mal kennen und harzen ja trotzdem auf und skippen mich. Also jetzt nicht ohne mich, aber ohne Rifts und ohne mich, ohne keine Ahnung was. Ohne TikTok. Würden hier niemals sein. Morgen Schule, das wird mich ankotzen, sag ich offen. Digga, ich bin so froh, nicht mehr in diese Drecksschule zu müssen, ne? Ihr glaubt das nicht, ey. Die Schule ist so bodenlos. Salam alaikum. Was hallo. Geht? Wie geht's? Sehr gut, und selbst? Auch gut. Ich bin gerade live. Ist okay für euch? Ja. Was lachst du da so? Ich kenne. Kurze Frage. Zeig mal kurz deine Lippen. Zeig mal kurz, bitte. Wie bitte? Zeig mal richtig, bitte. Was denn? Deine Lippen. Nein. Bitte. Zeig mal kurz. Bitte. Nur mal kurz. Ich will die noch mal sehen. Ich will... Digga, guck, und das ist einfach Frankfurt, Digga. Wirklich in Frankfurt zu leben. Da kann er auch wirklich dir eine Kugel ins Genick geben. Digga, ich schwöre, ich wollte nur ihre Dreckslippen sehen. Und ihr sagen, dass es scheiße aussieht und dass sie sich nicht so viel schminken soll, weil sie viel hübscher aussieht, wenn sie sich nicht so viel schminkt.
Aber gut, schmeckt nicht weiter, sieht scheiße aus. Alles gut. Hallo. 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 Du bist von YouTube. Merkt euch! Hört's doch mal genau zu dabei! Warte, ich bin gerade live, ist okay, wenn man dich sieht? Hä? Ich bin gerade live, ist okay, wenn man dich sieht? Ja, ist okay. Sag es doch mal kurz einmal, noch einmal. Wo bin ich her? Von YouTube oder TikTok. Ach, was, jetzt verkackst doch nicht wirklich. Sorry. Von YouTube. Nicht von TikTok, ich bin von YouTube, ich bin der von YouTube, Leute. Ja, okay, aber man sieht dich immer auf TikTok. Halt's Maul, bitte. Lass es doch bitte, es hat so gut angefangen mit uns. Warum hast du dich gerade so weggedreht? Wegen meiner Katze. Was ist mit der? Ja, keine Ahnung, was. Ach, egal. Ich bin irgendwie, ich weiß immer noch nicht, wieso man Katzen mehr mag als Hunde. Oder wann man sich eine Katze holt. Das habe ich aber gerade nicht gehört. Ja doch, Katzen sind so voll, Digga, die sind so undankbar. Du gibst denen Essen, machst ihre Scheiße weg und dafür hauen die halt einen halben Tag ab und kommen abends wieder, um zu schlafen und bezahlen nichts und sind voll undankbar, die Fickos. Die kommen aber immer wieder, weil sie dich lieben. Ja, aber ein Hund, der liebt dich viel mehr, weil der ist immer da und jedes Mal, wenn du kommst, wackelt der mit seinem Schwanz. Macht das die Katze? Nein, Katzen sind süß. Wackelt die Katze mit ihrem Schwanz, wenn sie dich sieht? Kann sein. Nee, weil das machen nur Leute, die einen lieben. Die Katzen lieben uns auch. Ich würde auch mit meinem Schwanz wackeln, wenn ich dich sehe. Oh mein Gott. Gut, dass man nicht sieht, was unterm Tisch abgeht. Oh, was? Nein, das war jetzt ein Spaß. Ja. Zumindest das mit dem unterm Tisch. Hi, wie geht's? Guter Start in unser Gespräch. Ja, oder? Finde ich auch. Wenn du mir jetzt noch sagst, wie alt du bist und nicht 14 bist, dann ist alles erstmal gut. 15. Sag ich ja, ist alles gut. Ich hab nie was. Achso, ich bin nicht 14, also. Ey, ich tue 14, sag ich ehrlich. Wenn du 14 wärst, würde ich, glaube ich, nicht mit dir reden. 15, Digga, da fühle ich mich noch relativ auf einer Ebene, sag ich mal. Wie lange machst du schon YouTube? Seit 2017. 16.04.2017 habe ich den Kanal gegründet. Davor habe ich auch schon ein, zwei Jahre YouTube, aber auf anderen Kanälen gemacht. Hä, hey, machst du? Ich habe dich früher auf YouTube geschaut sogar. Und was ist dann passiert? Unlustig. Nee, was? Nichts. Was hast du gesagt? Nichts, alles gut. Was würdest du sagen? Nichts. Doch, was du sagst doch. Nein, nein, nein. Du musst also Analyse betreiben, warum du mich nicht mehr schaust. Warum habe ich dich verloren? Ich habe, keine Ahnung, einfach aufgehört. Ah. Ich habe dich das erste Mal auf TikTok gesehen, wegen diesen Ommel-Videos. Ja. Dann habe ich angefangen, dich auf YouTube zu schauen. Ja. Aber nur für eine kurze Zeit lang und dann nicht mehr. Ja, aber abonniert? Und das ist der Fehler. Du hast nicht abonniert, deswegen hast du nicht weitergeschaut. Ich glaube sogar schon. Ach so. Ehrlich? Und trotzdem hat das abgehoben. Sorry, ich habe gar kein YouTube mehr. Ach so. Aber TikTok? Ja, TikTok schon. Aber da sehe ich dich nicht mal for you. Das ist halt hart, ne? Das ist sehr hart. Das ist echt hart. Ja. Die Leute schreiben alle Tinder. Kennst du Tinder-Format von mir? Nee, du guckst keine YouTube-Videos mehr, ne? Nein. Also ich habe so ein Format, da bist du Single? Ja. Was? Kompliziert. Also bist du gar nicht so offen für Tinder-Format, so wo man Chat, ich habe alles probiert.
Aber ist cool, weil da ich zeig, würde dir dann so Leute zeigen und du sagst ja Smash Pass und so und dann so. Das ist eigentlich ganz lustig. Ich habe noch nie so oft Smash wie heute gehört. Wieso? Aber der Fall ist gut, das, also, aber du hörst es doch öfters, oder? Nein. Wieso nicht? Du bist doch Smash. Nein, aber es war wirklich komisch. Ich meine, ich war gestern auf Omme, da wollte mir jemand seine Strumpfhose zeigen. Und, hat er? Nein, also er hat mich erst so gefragt, meine beste Freundin hat mich erst so gefragt, was für High Heels am schönsten sind. Dann meinte ich so, keine Ahnung. Warte, ein Typ? Ja, ein Typ. Hat gefragt, welche High Heels am... Ja, genau. Und dann meinten wir so, ja, kommt drauf an, welche Farbe du magst. Er meint so, ja, rot oder schwarz. Wir meinten so, ja, Kleider oder Röcke oder sonst irgendwas. Aber so trotzdem bei rot oder ich schwarz. Übrigens, ich sag das immer und unterbreche die Leute, wenn ich was anderes mache. Ich höre dir zu. Ich muss nur kurz was nebenbei machen. Aber ich höre dir tatsächlich zu. Aha, okay, gut. Und es hat mich rausgebracht. Sorry, ja, ist voll dumm. Aber was macht man da? Wenn man jemand, ich rede mit meinem Vater manchmal und dann gehe ich aus dem Raum und höre ihn aber noch zu. Aber ich denke, ich will immer nicht, dass er denkt, ich höre ihm nicht mehr zu und dann unterbreche ich ihn und sag, dass ich dir zuhöre. Aber dann unterbreche ich ihn ja. Was ist voll dumm eigentlich? Beides. Ja. Egal. Der Typ meint auf jeden Fall dann noch irgendwann so, ja, er hat gerade eine Strumpfhose an, ob ich sie sehen möchte. Ich meine so, nein. Aber es ist irgendwie weird, dass ein Typ, also an sich können ja Typen auch Strumpfhosen tragen, aber irgendwie... Ja, ich fand es ja auch voll irgendwie so, ich fand es ja nicht schlimm oder so, ich habe ich auch so normal geantwortet und meinte so, ja, so rote High Heels oder so, was weiß ich, oder dazu ein schwarzes Kleid oder eine schwarze Strumpfhose, so eine durchsichtige und ein schwarzer Rock. Was sagst du eigentlich zu diesem Gender-Kack? Findest du das gut, dass so viele Frauen, also, oder dass so dieses Gendern gerade so voll im Umlauf ist? Ich meine, auf TikTok kann man jetzt sogar einstellen, welches Geschlecht, also welches Pronomen man hat und so ein Kack. Keine Ahnung, also manche Sachen finde ich übertrieben. Zum Beispiel auch das mit dem, ich weiß nicht, ob es jedes Jahr, aber jedes Jahr kannst du das Geschlecht wechseln. Ja, aber halt nur auf dem Papier, so. Also sinnlos. Das ist aber trotzdem komisch. Aber würdest du jetzt als Frau sagen, dir ist es wichtig, dass man zu dir sagt Lehrerin anstatt Lehrer, wenn du eine wärst? Mir so egal. Ja, aber warum ist dann da so eine Riesendiskussion? Weil ich habe bis jetzt gefühlt noch nie jemand gehört, der gesagt hat, ja, ich will unbedingt diese weibliche Form haben. An sich ist es egal. So. Ich check's halt nicht, wieso das dann so... Weil es ist eigentlich, das ist alles... So ein dummes Thema, Alter. So unnötig. Hab ich gerade gefurzt? Ich hab gerade ganz vergessen, dass ich mit dir rede. Ach, perfekt. Triffst du auch Leute, die ganz komisch sind? Ja. Wie heißt du? Wie du heißt? Mira. Mira zum Beispiel. Die ist sehr komisch. Ja, finde ich auch. Nee, es geht eigentlich. Ich skippe halt immer alle so, die komisch aussehen. Ich rede gar nicht mit denen. Ich skippe die alle direkt. Ja, ich auch. Mein Chat regt sich halt immer auf, dass ich alle skippe, aber ich skippe halt, ich halte euch fern von allem, was hässlich ist, sag ich ehrlich. Ich kann jetzt ja keinen anmachen, der, ne? Also. Was schreiben die an deinem Dings und deinem Live? Ja, die sieht echt scheiße aus. Es gibt die, die ist hässlich. Ja. Die sieht kacke aus. Katzen sind scheiße, Hunde sind besser. Ja. Irgendwie nichts Besonderes. Nein, Spaß, die haben nichts zu dir geschrieben. Obwohl, einer hat wirklich Skip geschrieben. Skip und Tinder. Ja. Perfekt. Guter Mann. Nein. Wo waren wir jetzt? Keine Ahnung, wo wir waren. Ja. Ey, ich weiß auch nicht, ich habe Angst, dass das Gespräch vielleicht sich ein bisschen verläuft, weil du bist sehr sympathisch. Ist es okay, wenn ich dich mit dem Video nehme? Ja, ist okay. Cool. Am Ende lande auf TikTok und dann... Ja, Bruder, das hatte ich jetzt letztens auch. Ich habe das schon so oft gehabt, dass Leute in einem Video waren und die das... Ich frage ja immer Livestream, ich habe dich ja gefragt, ob es okay ist, im Livestream zu sein. Und dann frage ich dich jetzt, ob es okay ist, im Video zu sein, ne? So alles safe. Die sagen auch, ja, freuen sich so. Und dann lade ich es hoch irgendwann und dann
ist okay auch noch. Und dann wird es irgendwann aus Versehen mal in der Klassengruppe landen. Und da habe ich so oft schon die Nachricht bekommen, ja, dass ich es entfernen soll und keine Ahnung was, ne? Ja, das ist voll dumm. Ja, aber ich meine, ja, und ich verstehe das, es ist unangenehm für die Leute dann auf einmal. Aber erstens ist es jedes Mal so, Digga, das schickt jemand in die Klassengruppe, es ist dir unangenehm, du willst, dass es weg ist. Und einen Tag später hast du das wieder vergessen, hat es jeder vergessen und es juckt keinen. Ja, eben, vor allem das Ding ist, ich denke da aber gerade auch dran, was passiert, wenn die mich dann überall sind, aber sich juckt mich das einfach nicht. Weil nee, und der andere Punkt ist auch, ich verstehe auch nicht, wieso da immer noch so ein Problem ist, wenn irgendjemand irgendwie, allein wenn jemand TikTok, YouTube oder so in deiner Klasse macht, ist das schon immer so ein Ding, aber wenn jemand irgendwo da ist im Internet und zu sehen ist, warum das so ein großes Terrain ist, so. Das ist eigentlich voll geil. Ja, weißt du, was ich für Probleme damals hatte, als ich YouTube angefangen habe? Weil das war, ich dachte, weil da war das ja noch nicht so mit TikTok auch und so. So, weißt du? So, ich, da war, okay, da ist es noch verständlich gewesen, weil da kannte man das nicht, dass jemand YouTube, TikTok und sowas macht, ne? Aber heutzutage, es macht doch gefühlt eh jeder TikTok und so. Warum ist das immer noch so ein großes Problem oder warum macht man sich da lustig oder irgendwas? Das check ich nicht. Das ist halt auch so ein Ding, weil zum Beispiel, es gibt ja so ganz große TikToker oder so und dann diese ganz kleinen, die es halt einfach auch Spaß machen. Natürlich, alle machen es auch Spaß. Ich meine, so, die dann noch so Klassen sind und so und die davon dann fertig gemacht werden, weil sie TikTok machen. Ja, lass die doch machen, das verstehe ich halt nicht. Ja, eben. Das fuckt mich ab. Es gibt von Leuten, die so drunter schreiben, ja, wir werden fertig gemacht, weil wir TikTok machen. Hey, das ist doch voll geil. Ja, ich check's. Ich will auch was hochladen, aber mach's nicht trotzdem, weil ich immer diese Angst habe, dass es halt so wenig Likes gibt. Ja, es gibt zwar auch mal unangenehme Sachen oder was ich so mache, so, aber es ist ja eh alles nur Spaß und mich juckt es nicht. Ich finde es zwar, damals fand ich es auch unangenehm, wenn jemand meine Videos im Unterricht angemacht hat oder so, aber du, keine Ahnung, meine Lehrer haben zum Ende der Schulzeit meine Videos geguckt, also ist mir eh alles egal. Und ich mache irgendwelche komischen Videos, also. Ey, du schaust doch bestimmt auf TikTok, ne? Nee. Ja, leider. Was sagst du zu diesem, dein Statement zu Nona und diese Selina? Ja, also, oh, das finde ich richtig asozial, Alter. Von wem? Also ich weiß jetzt nicht, was du da meinst, aber ich sehe immer nur Videos, dass Keanu und diese andere viel besser zusammengepasst haben und sowas. Oder was meinst du jetzt? Nein, weil Selina hat ja dieses Lied gepostet. An sich, ich habe Selina voll gemocht, weil ich finde die auch voll. Hat die irgendein Lied gemacht, oder? Ja, die macht ja Lieder. Mhm. Und, Zug auf? Nee. Was ist das? Top! Ich glaube, entweder kam jemand rein gerade und sie hat so überspielt, dass jemand reinkommt. Oder sie hat mich aus Versehen geskippt. F. Ich wollte euch eigentlich noch das Instagram sagen. Schade eigentlich für euch. Ey, übrigens, ganz wichtig, Chat, ne? Ich will morgen ein YouTube-Video hochladen und ich will das morgen aufnehmen. Ich habe es heute nicht geschafft. Ey, wenn ihr irgendwelche Chat-Fails habt, wo euch irgendjemand mal, wo ihr irgendeiner Dame oder einem Herrn einen Anmachspruch auf Instagram oder Tinder oder irgendwas geschrieben habt, ja? Und dann irgendwie, keine Ahnung, einen Korb bekommen habt oder irgendwo, wo ihr Anmachsprüche, wo die funktioniert haben oder sowas, wenn ihr da mit einem Mädchen geschrieben habt und da irgendwelche geilen Chats habt, ja? Schickt mir die mal bitte auf Instagram. Ausrufezeichen Instagram oder Insta. Schickt mir das bitte auf Instagram. Ich will morgen ein Video aufnehmen, wo ich auf eure Chat-Fails und so kacke reagiere. So ein bisschen unsympathisch ähnlich so. Aber ich brauche noch ein, zwei Chats, weil ich habe zwar ein paar coole, aber ich will jetzt nicht irgendwelche Randoms noch aus dem Internet suchen. Also wenn ihr da irgendwas noch habt, ja, wenn ihr euch irgendwelche Chat-Fails habt, ja, bitte schickt mir die auf Instagram. Das wäre richtig big von euch. Oder Snapchat-Fails oder so, ja. Schickt mir das alles auf Instagram. Irgendwelche Fails. Oder vielleicht auch, wo ihr einen geilen Anmachspruch gebracht habt und ihr die alte wirklich geklärt habt. Ich zensiere alles, kein Ding. Schickt mir das einfach zu, wenn ihr Bock habt, in einem Video zu dabei zu sein. Hallo. Hallo. Wie alt seid ihr? 14. Also wenn ihr da irgendwas habt, schickt mir das unbedingt zu. Das wäre richtig big, Alter. Auch wenn ihr, müssen nicht Fails sein, können auch richtige Macher-Moves sein. Von Tinder, Snapchat, Instagram, WhatsApp, alles. Hallo? Nein! Nein! Sag Walla. Hey. Rosenbrot. Pur hier, Alter, diese Plattform, ey. Irgendwie egal, noch ist Loch. Boah, diese Plattform verzweifelt mich manchmal.
Digga. Digga, ich wäre hier schneller von Damen geskippt, als ich sie sehen kann, Digga. Das ist schlimm. Digga, Digga, ja. Digga. Hm. Ey, meine Nase ist so entzündet hier, ne? Ich weiß nicht, ob man das sieht, Alter. Aber ich hoffe, hier kommt der Artikel. Ah, die ist so richtig entzündet hier. Unsympathisch bist du ja schon. Bann ich den oder bann ich. Oder hat er einen Joke gemacht? Das ist jetzt schwierig. Bann ich den? Mann, Wolf, ich hab überlegt, ob ich ihn banne, nicht du. Spasti. Weil du bannst ihn gleich dreimal. Was ist mit dir? Wonach wird gesucht, was der Plan hat? Wie immer, nichts Besonderes. Ich würde gerne eine nette Dame finden, mit der wir Tinder machen können. Oh, okay. Ich würde es auch gerne mal mit einem Typen machen, aber dafür sind wir zu wenig Damen, oder? Oder Einzelchat, wenn ihr weiblich seid, und ein Format mitmachen würdet. Dann könnte ich auch mal einen suchen. Aber wirklich nur eine 1 dann reinschreiben, wenn ihr auch weiblich seid. Und keine 2, scheiß auf... Ach. Ah, ne, klar. Fickt euch alle, wirklich. Es ist so schlimm mit euch. Ich schwöre auf alles, Alter. Jetzt hast du mich geskippt. Ja, zu Recht. Ich finde gerade keine, die unter über 14 ist. Digga, ich schwöre auf alles. 4000. Warum skippt ihr mich? Ich sehe euch noch nicht. Du hast uns geskippt. Ich schwöre, ich habe euch nicht geskippt. Auf alles. Natürlich. Ich bin gerade live. Ist okay für euch? Ja. Also, beziehungsweise, also, Dings, ich sehe euch halt einfach nicht. Aber ihr klingt, als, ihr klingt wie zwei sehr hübsche junge Damen. Na, ich bin da mit der Männerstimme. Ah, nee. Habe ich mich doch vertan. Ah, nee, wir haben ja letztens schon. Hey, wir haben doch letztens geredet. Ja. Ja, und ich bin die, wo du dachtest, ich bin Junge. Zeig mal. Nee. Doch, zeig dich jetzt. Nee. Ja, doch, ich weiß es wieder. Ja. Hey, ja, warte mal, du, die sahst doch gar nicht scheiße aus. Wieso zeigst du dich nicht? Bist du dumm? Ja, bin ich. Zeig dich jetzt. 3, 2, 1. Nein. 1,5. Ein Viertel, ein Achtel, ein Sechzehntel, ein 32., ein 64., ein 128., ein 256., ein 516., ein 1032., ein 2048., Alter, ich bin so krass in Mathe, Alter. Ist euch gerade aufgefallen? Ja. Oh ne, ich hab mich irgendwo vertan. Schiebe dich. Du liebst mich. Ja. Ich dich auch. Das ist ja nett. Und was machen wir jetzt damit? Weiß ich nicht. Sex? Digga, okay. Danach in mein Bettgästebuch eintragen? Mach ich. Erste Seite ist noch frei, aber nur weil ich die freigelassen habe. Danach ist noch ganz viel, weißt du? Da ist noch viel drin. Ja. Es sei denn, es war nicht so gut, dann kannst du dich auch ins Scheißbuch eintragen. Nö. Seid ihr gerade am Handy? Ja. Hat jemand ein Handy frei? Ja. Da du mich ja liebst, ja. Hm. Und ich dich auch. Zeige ich dir jetzt, wie sehr ich dich wirklich liebe, ja? Ja, du skippst. Nein. Ich bin Mathematiker. Doch. Ich liebe Mathe. Liebst du auch Mathe? Nee, eigentlich nicht. Ich zeige dir den Grund, warum du Mathe lieben solltest, okay? Okay. Diese Formel zeigt dir, wie viel ich für dich empfinde, ja? Gib die ein bei Google. Muss die ersten drei Sachen bloß eingeben, dann wird es dir vorgeschlagen. Gibt's ein. Jetzt. Moment. Guckt euch die Formel an. Oh ja, wartet doch.
Was für ein Scheiße. Na los, leg los. Ach du Scheiße. Die hat es immer noch nicht eingegeben, aber der Livestream läuft drüben in meinem anderen Zimmer. Und ich höre mich gerade doppelt. Ach, hör bitte auf zu reden, das ist schlimm. Okay, sorry. Sag mal, hat die das jetzt mal bald? Ja, ja, was denn? Du sollst das eingeben. Ach so. Ist gleich nicht mehr lustig, ne? Nee. Ist grad, der Fun ist gerade vorbei. Okay. Ja, sorry, kann ich nichts dafür. Ich zeig's einfach. Ja, aber so ist. Ah, ich kann's auch einfach dir zeigen, fällt mir gerade auf. Okay, ich zeig dir, was die Formel zeigt, okay? Okay. Oh, perfekt. Das ist... Ja, nee, ist auch einfach scheiße, wirklich. Warum? Wieso kann ich denn hier nicht switchen, Digga? Check's nicht. Ja, scheiß drauf, meine Liebe ist gerade verflogen zu dir. Wie alt bist du nochmal? Hallo? Ja. Wie alt warst du nochmal? Ich hab's vergessen, ich schwör auf alles. Es tut mir leid. Wie? Vergessen. Ja. Wenn du es mir schon mal gesagt hast, zumindest. Nö. Wie alt bist du? 16. Wo kommst du her? Sachsen. Wo aus Sachsen? Chemnitz. Richtung. Ja, nee, Chemnitz. Weiß ich doch. Okay. Folgende Frage. Single? Ja. Interessiert? Also nicht an mir, meine ich jetzt, also am vergeben sein. Wenn es kommt, dann kommt's. Ja, das ist scheiße, ich komme immer viel zu früh, das ist nicht so nice. Nee, ich meinte so, die Leute, kennst du das Tinder-Format von mir? Ja, natürlich kenne ich das. Und die Leute sagen, ich soll das mit dir machen. Okay. Die Frage, okay. Hast du da Lust drauf? Ja. Nee, das kann ich nicht mit. Du bist so unmotiviert, das kriege ich nicht hin mit dir. Ja, was soll ich denn, Junge? Ich rede mit dir. Oh, nee, ich schwöre, das kriege ich nicht hin, Alter. Das ist so dieser sächsische Unmotivierte und dann noch mit dem Dialekt. Doch, ich bin motiviert, ich bin am Start. Oh, nein, dein Dialekt. Ich weiß nicht, warum, der fuckt mich auch übel ab, ne? Hab ich das schon erwähnt? Ah, hä? Was für Dialekt? Ich finde das gar nicht sexy, wenn Frauen diesen sächsischen Dialekt haben, ne? Ja, stell dir das mal im Bett vor. Oh, oh, ja, du geile Sau. Oh, ja, du geile. Oh, ja. Oh, das ist aber grad geil. No, oh, no, oh, oh, no, aber, no, aber, nicht so tief. Oh, no, aber. Okay, reicht. Ich wollte es einfach nur mal sagen. Hm. Chat, sollen wir das mit dir machen oder nicht? Ich frage nochmal einmal. Sag doch jetzt einfach ja, Mann. Ja. Nee. Ja? Ja? Okay, aber du musst ein bisschen motivierter sein. Ja. Okay. Okay. Sachsen, 16. Und wie heißt du? Jolina. Jolina, ey, ich wusste es doch, ich hab's nicht vergessen. Pass auf, was ist so das, was du so bei Jungs, so was dein Alter so, was du bei Jungs gut findest? Ungefähr so pipapo, pi mal Daumen. Ja, ist eigentlich egal. Wenn der 14 ist? Ja, okay, dann eher nicht. Ja, siehst du, das ist nicht egal. Es gibt so ein Alter, wo du sagst, von da bis da ist, feier ich. Ja, 16 bis 18. Der Brief mit nichts. Du bist so unmotiviert. Ja. Du fühlst dich nicht wohl. Sag dir das oder? Ich fühle mich wohl. Ich habe gerade meine Beine mies gespreizt. Wenn ich jetzt hier nackt da sitzen würde, würde mein Penis sehen. Weil ich hier circa deswegen. Ja. Genau. Wieso sagst du so vorwurfsvoll genau? Hast du ihn schon gesehen? Weißt du das? Also eigentlich habe ich den nicht gesehen. Ja, eigentlich.
Noch nicht. Nicht. Okay. Nee, Julina, ich fühle das gerade nicht mit dir. Ich kann das nicht mit dir machen. Okay, das nehme ich jetzt. Ich habe Angst, dass es dir nicht. Es macht dir keinen Spaß, glaube ich. Julina, erzähl lieber. Nein, wie kann sie sich nochmal zeigen? Ich schwöre, sie war voll hübsch, glaube ich. Siehst du? Warte mal, ich komme gleich wieder. Ich muss kurz was ausmachen. Da hat man kurz ihren Arsch gesehen, wollte ich nur erwähnen. Sah nett aus. Gut. Aha. Okay. Ist der Leggings da so, hat die so Löcher an der Seite oder was ist ja, das? Ich hab die irgendwo rausgekramt, tut mir leid. Was ist das? Zeig die kurz, nur mal von der Seite, nicht von hinten. Ich soll jetzt meine Hose zeigen. Ja. Nein, dann ist Socken. Meine Socken wie die ersten letztens. Hast du die letztes Mal gezeigt? Nein. Schade. Zeig nur mal die, ich will die von der Seite, das sieht so, wenn du... Hä? Warum kauft man sowas? Die ist ja kaputt. Nee, die ist so. Kannst du auch mal rübsen? Ja, dazu brauche ich was zu trinken. Ich brauche Cola, weil dann rübs ich da immer ins Mikro. Ach, dein Dialekt, der ist so hart, ne? Tut mir leid. Das bewirkt das Gegenteil von hart bei mir, dieser Dialekt. Das ist ganz schlimm. Ich schwöre, ich kann das nicht. Wieso? Also, du hast den so richtig in dir. Ich habe den gar nicht mehr gefühlt. Ich habe mir das voll abgewöhnt mit dem Dialekt. Aber ich habe den auch nicht so krass wie du. Hä? So schlimm. Nee, also ich komme ja auch aus Sachsen. Eigentlich muss ich es geil finden, aber ich irgendwie finde ich das so abtörend, dieser Dialekt bei Frauen. Oh, ich hasse das eigentlich schon. Ich hasse das. Oh, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie gar nicht geil. Aber dich finde ich halt dann wenigstens geil und das macht halt wieder gut, ne? Okay. Nee, war ein Spaß. Also war kein Spaß, aber war ein Spaß. Also, Ja, okay, verstehe. Was wir aber machen könnten. Ja, okay. Jetzt ist der Moment. Wir könnten Kiss, Mary, Kiss spielen mit Zuschauern. Geht los. Oh, das ist smart. Wir spielen jetzt Kiss, Mary, Kill. Ich zeig dir drei Leute und du musst sagen Kiss, also würdest du küssen, Mary und Kill. Ja? Oder wir machen... Eine Frage. Ja? Oh nein. Ja, toll. Ich schwöre, das war ein Zeichen. Wie alt seid ihr? Ich bin 16 und die ist 15. Hallo, ich bin Linus, wie geht's? Gut. Ich bin gerade live, ist okay, wenn man euch sieht? Hallo? Hört man uns? Ja, ich bin gerade live, ist okay, wenn man euch sieht? Wir haben dich gesucht. Seid ihr wirklich 15 und 16? Oh, 15 ich bin 16 und die ist 15. Ich soll Paul grüßen. Halt's Maul, Paul. Kurz Geburtsdatum sagen. Geburtsdatum? 5.8.2006. 18.06.2007. Seid ihr in einer Klasse? Nein, das ist meine Cousine. Ich bin nur zu Besuch hier für ein paar Tage. Ah. Ja, nee, die geht in die 10. und ich gehe in die 11. Oh, warte kurz. Simon, wenn du nochmal anmachen kannst und willst, wäre gut, aber wenn nicht, musst du auch nicht. Du bist ein Cola. Ja, wir sind voll die Fans. Danke. Ey, warte kurz, ich muss eine Insta-Story machen. Ich habe heute noch keine Insta-Story gemacht. Mit uns? Live sind. Hä? Ja. Uns? Cool. Ja, ich werde jetzt irgendwann die Instagram-Story starten. Ihr wisst nicht, wann, also, ja. Hey, Leute, ich bin schon seit 2 Stunden live. Ich weiß nicht, ob man es sieht hier unten. Der Chat ist auch am Start. Schreibt gerne was rein, Chat. Und ich bin auf Omme live. Kommt vorbei. Hier ist der Link. Wir gehen später auch noch auf Twitch, denke ich. Deswegen kommt vorbei. Wird ein langer Abend. Ich habe einfach komplett vergessen, eine Insta-Story zu machen. Cool, oder? Ist das euch unangenehm eigentlich, wenn ich euch filme? Bisschen. Wäre mir auch unangenehm. Ja. Ja. Ich
Aber jetzt habe ich wenigstens einen Grund, die Insta-Story zu entfernen, weil ihr drin seid. Nein, Spaß. Willst du mich da markieren? Mach, sag, wie heißt du? Also Michelle. Punkt. Wie, das ist schon mal scheiße. Michelle ist ein Name, der... Okay, danke. Also Michelle.bt1. Michelle? Michelle? BT.1. Ne, .bt1, ja. Hast du Instagram? Ja. Hast du ein Profilbild? Nein. Hm. Soll ich meinen auch sagen? Ach so, nee, dich mag ich nicht. Nee, sag mal schnell. Also Lars, LAAS. Das ist mein Nachname. Aha. Und dann mal chillen. Oh, auch ohne Profilbild? Eigentlich habe ich ein Profilbild. Hast du so einen Typ als Profilbild? Nein, ich habe mich und meine beste Freundin als Profilbild. Also jetzt hör mal auf. Ach, Digga, ich habe Lars geschrieben. Nein, LAAS. Ja, toll, das wusste ich ja nicht. Okay. Korrekt. Ja, okay. Oha, voll viele Follower. Cool, oder? Das ist der Moment, wo ich meistens gehe. Deswegen, wir sehen uns, ne? Okay. Tschüss. Tschüss. So. Freunde. Ja. Was ist da? Wie gesagt, ich habe vorhin schon mal erwähnt, ich will morgen so ein Chat-Fail-Video machen. Wenn ihr irgendwelche Chats habt, wo ihr irgendwie Anmachspruch an eine Dame gebracht habt, auf Tinder, Snapchat, Instagram oder wo ihr an den Herrn einen Anmachspruch gebracht habt, schickt mir diese Chatface auf Instagram bitte zu, ja? Das wäre sehr big. Ich will ein Video machen, wo ich mit auf eure Chatface also so reagiere. Oder es können auch, wenn ihr einen geilen Anmachspruch gebracht habt und da succeeded habt, so zum Beispiel, auch dann geht das. Wenn ihr wollt. Ich guck mal kurz, ob irgendjemand mir was Cooles geschickt hat. Digga, alles schicken wir hier. Ja, ich habe mir ein paar echt. Wir haben echt ein paar coole Leute, ein paar Chats geschickt. Also, wenn ihr irgendwelche coolen Chats habt, schickt mir die unbedingt zu. Das wäre sehr big für ein Video. Einfach irgendwelche Chat-Fails. Ein paar Leute haben mir da auch was geschickt. Aber es wäre cool, wenn noch ein, zwei dazukommen. Weil dann kann ich euch ein Bombenvideo morgen rausballern. Einfach irgendwelche Chat-Dinger. Das wäre big. Ey, ich muss schon wieder einen abknattern, ne? Was ist das heute? Oh! Ich überlege die ganze Zeit, was wäre, wenn hier irgendeine Dame zuschaut, wo ich so, ne? Oh, echt? Und dann sieht die das so? Und dann, ja. Hallo? Sigolo! Hallo. 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 Ich bin gerade live, ist okay, wenn man dich sieht? Okay. Bist du Mama? Also ich meine jetzt so Damen mit, also Damen, die so, wisst ihr, wo ich so privat so dran bin so oder sowas. Das meine ich. Damit. Ja. Egal. Egal. Ey, lass mal. Ey, aber heute ganz netter Stream, aber ich will mal wieder Tinder machen. Das ist nicht so einfach.
Drecksloch. Hey, ich kenn dich. Hey, ich kenn dich nicht. What the f... Wo ist dieses Drecksloch, Alter? Hier? Ich kenn dich von TikTok. Ist off. Nee, ich mach kein TikTok. Digga, bin grad live, ich bin, wenn man dich sieht. Ja, ist kein Ding, ist kein Ding. Was machst du hier? Ich hab absolute Langeweile. Ja, ist hart. Ich muss morgen um 5 Uhr aufstehen. Leben ist eingeschissen. Hm. Weißt und du fällt am Geld verdienen. Nein. Weißt du, was ich dir als Tipp geben würde? Erzähl. Jetzt ins Bett gehen. Ach, schwierig, dann schlafe ich heute ein. Ja. Wäre gut. Wieso gut? Wäre schlau. Ja, wenn ich heute einschlafe, nicht. Doch, warum? Dann hast du gut geschlafen. Also war lange, meine ich. Ja, hatte ich schon. Hatte ich schon die letzten paar Tage. Ich habe heute bis 2 geschlafen. Ja. Ey, Digga, es klingt voll komisch, aber du bist nicht weiblich. Ich glaube, ich muss weitermachen. Wie viele Zuschauer hast du? Ich, nur das interessiert mich noch. 1400. Oder vielleicht auch deswegen, Ding, ich mache Musik. Wenn die scheiße ist, kannst du es hochladen. Oder? Hä? Ja, schwierig. Wenn ich mach scheiße Musik. Ist, kann ich es hochladen. Ja, weil dann hast du doch Unterhaltungskontent. Da kannst du dich darüber lustig machen, passt schon. Also wenn es scheiße ist. Imagine, ich singe jetzt was, ich kann dir was vorspielen. Dann ist die Musik kacke. Ja, egal, scheiß drauf. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Kuss. Hä, aber das ist wirklich voll der gute Indikator. Wenn er mir jetzt nichts vorsehen kann, dann kann er ja noch nicht. Dann, also. Wisst ihr, wie ich meine? So vom Ding her? Hallo? Hallo? Wenn er jetzt nicht singen kann, dann ist er, kann er ja auch nicht singen, so. Versteht ihr, was ich meine? Warum? Ja, scheiß auf euch. Ich, also, obwohl, weiß ich auch nicht. Ja, nee. Wie gesagt, Leute, wenn ihr morgen in dem Video sein wollt, dann schickt mir irgendwelche Chatface von euch, die ihr habt, auf Instagram. Das wäre sehr geil. Ausrufezeichen Instagram. Tinderface, Instaface, Snapchat, WhatsApp. Alles, wo ihr mal eine Dame angeschrieben habt und einen Korb kassiert habt, bekommen habt, könnt ihr mir gerne ein Screenshot von schicken. Auch wenn ihr mal mit einem Big Anmachspruch die Dame geklärt habt, könnt ihr mir gerne auch schicken. Ich würde das alles morgen mit ins Video nehmen, zensieren natürlich alles. Wäre cool. Ja. Wenn nicht, müsst ihr nicht, aber wäre cool fürs Video. Da muss ich nicht, falls ich nicht genug habe, nichts aus dem Internet suchen. Aber ja. Ich habe deinen Namen auf Zettel, dass du weißt, wer ich... Hallo. Digga, die skippen mich die ganze Zeit. Digga, ist mir scheißegal, ich halte nicht bei dir an, du bist männlich, was will ich bei dir? Idiot. Außerdem musst du Modarbeit machen. Ey. Ist Nils so weiblich? Ja, aber das ist lustig mit dem. Mit dem beleidige ich mich immer. Außerdem willst du dich jetzt gleichrangig wie Nils stellen? Ach, mein! Tut mir leid, dass wir dich eben geskippt haben. Nee, nicht du. Auf dich bin ich nicht böse. Entschuldige dich. Es tut mir leid. Wir haben uns eben nochmal. Digga, warte mal. Was war denn jetzt gerade los? Alter, das habe ich ja noch nie gesehen. Ich war gerade richtig besoffen kurz. Ihr wart gerade einfach kurz mal weg für eine Sekunde. Mhm. Da war einfach alles mal ganz komisch gerade bei euch. Ja, auf jeden Fall. Aber siehst du uns jetzt wieder? Was? Siehst du uns jetzt wieder? Ja. Ja. Kann die eine rausgehen? Oha. Ach komm, sie ist eigentlich richtig lieb. Die hat mich geskippt einfach aus dem Nichts. Ja, wir wussten nicht, wer du bist. Und so krass bist du jetzt auch nicht. Hä, wie? Was hat das jetzt zu tun? Ihr wusstet nicht, wer ich bin.
Ja, weil ich habe dich doch einfach nicht so klein bist. Okay, weil ich was bin? Hatte ich wieder so gemein. Weil ich was bin? Nix, alles gut. Nee, sag doch mal, das will ich jetzt noch mal hören. Also, jetzt hast du uns aber nicht gefragt, ob das okay ist, ob wir im Live sind. Also, Schnauze da hinten. Ey, ohne Witz, das ist richtig gemein. Nein, die hat mich einfach geskippt. Ich war voll, das war voll doof. Warum denn? Weil ihr nett wart und ich nicht so viele nette Leute treffe. Oha, das ist richtig nett. Aber du hast doch auch mit ganz vielen anderen Mädchen gesprochen. Ist so. Aber überlegt mal, wie viel ich skippe und dass ich bei euch anhalte. So, obwohl euer Internet nicht gut ist und ich trotzdem das mit euch. Das ist ja rede. Eine Ehre für uns. Boah, ich fühle mich gerade echt geehrt, wirklich. Aber also, wir sind jetzt aber wieder in deinem Live, ne? Leider. Ja, leider. Nee, aber ich habe nicht gefragt, tut mir leid. Ne? Ja, eigentlich müssten wir dich jetzt dafür anzeigen, dass wir da jetzt auf YouTube sind. Wieder. Warum anzeigen? Ja, ja, weil wir wollen Erlaubnis das ja tatsächlich einfach unsere Gesichter zeigen. Doch, doch, ich habe uns die Erlaubnis bekommen, das zählt noch. Okay, na gut. Irgendwas wollte ich jetzt sagen. Auf jeden Fall haben wir uns eben dein Live angeguckt auf YouTube, weil wir dann gecheckt haben, wer du bist, weil so ein kleiner Junge zu uns meinte, ah, ihr wart doch eben bei Linus. Und wir waren so, hä? Ja, ach, das war der, weil ich habe dich ja irgendwo habe ich dein Gesicht schon mal gesehen. Und dann, Pornhub mache ich aber auch manchmal, ne? Ja, und dann haben wir dich dann auch nochmal besucht. Und dann haben wir gehofft, dass wir wieder zurück zu dir kommen. Ja, nee, aber ich sag ehrlich, das passt nicht zwischen uns und deswegen mache ich jetzt weiter. Diesmal. Ach, schade. Ja, dann leb wohl, ne? Du Arsch! Naja, du bist mir unsympathisch, Fräulein. Na, jetzt gibt die mich schon wieder. Keine Ahnung. Alle Länder. Nostian, der ist dein einziger Schatz, den du besitzt. Sollte Speed mal wieder auf Omme sein, gib da mal Bescheid, Digga, ne? Also. Hallo? Digga, das hat sich so nach Müsli. Und sonst noch bei euch so? Was geht so? Alles fit im Schritt? Hello? Hello? I don't know what to say. Do you speak English? Yes, obviously. That's good. Well. You have a nice... you look... yes. Yes, cool. You look good. How do I look? Oh man, das Internet ist so kacke. Yeah, thank you. Your internet is a bit... So... Oh, shit. A bit laggy. Yeah, can but be. But you look very nice. Thank you. Fuck, Alter, warum ist das Internet von dir so komisch? Ja. Yes, no, yeah, nice cat and nice pussy, nice cat, yes, yes. Ja, Digga, warum musste die auch wieder genau die verkacktes Internet haben? Da kann ich nicht mit der reden, wenn die Kack-Internet hat. Das geht nicht. Scheiße. Du mal hässlich. I don't know what Tiger. Leute, lasst alle mal ein Like da, wenn ihr noch kein Like da gelassen habt. Like and love you. Ich höre erst auf zu singen, wenn ihr liked. Oh Mann, nee, das kann ich mir selber nicht antun.
I like to love you. Ich würde so gern Tinder machen, ne? Aber das ist halt immer echt das Problem, Wolle, dass ich hier niemanden finde. Ich brauche irgendeine Dame, die optimalerweise alleine ist und die so cool drauf ist, die gut aussieht und die halt nicht aus der Schweiz oder so kommt, Alter. Und dann können wir diese Kacke machen mit Tinder, aber sonst ist es schwer, Digga. Was? Steht dir was ich, also mein Problem ist, oh, kurz die Hand in Schritt, ich sag's auch. Hallo? Was denn? Mann, Chat. Digga, also ich hab grad schon wieder Dinge gesehen, das ist wirklich. Ich hab grad schon wieder Dinge gesehen, Digga. Ich schwör auf alles, Alter. Ich kann das nicht mehr. Geh Spanien, okay. Spanien. Jeder hat es gesehen. Ja, naja, aber ihr seht's ja nicht. Ihr seht's ja nur verdingst. Das ist ja nicht schlimm, Alter. Aber ich hab's gesehen. Heilige Maria Gottes, ey. Heilige Maria Gottes. Ich werd nicht mehr. Ich glaub, ich werd weg. Ja, Digga, aber Spanien ist auch wirklich Quatsch, Digga. Gib mir doch eine nette junge Dame, Digga. Eine nette junge Dame wärst du jetzt einfach. Mehr brauch ich nicht. Mehr brauche ich nicht. Oh, sympathisches Madel. Kanada? Ich vertraue dir. Ich vertraue dir, Bruder. Wieso ist das jetzt so cool? Hallo. Portugal ist es. Schnell nach Portugal. Portugal ist es. Portugal, ich schwöre auf alles. Julina war bis jetzt die Beste. Digga, ich weiß nicht mehr, wer Julina ist, sag ich offen und ehrlich. Digga, ich hab da Alzheimer bei solchen Sachen. Ja. Nee, Digga, wir können uns nicht immer aufs Ausland konzentrieren. Wir müssen in der Hut in Deutschland bleiben. Alemannia! Wir sind einfach mal ein paar jetzt, kurz. Alemannia, wir müssen in Germany bleiben. Germany, Alemannia, gute Diese, Lane, Germany. Germany, the hometown of Germany. Germania, Alemannia, Germany. Super. Deutsche Lande. Gute Kindergeld, Arbeitsgeld, alles Geld. Deutsche Lande, beste Lande. Hallo, was geht? Ach, fuck. Viel.
Bremen. Digga, da lag gerade ein Kind, ich weiß nicht, ob es weiblich war, aber das sah weiblich aus, hat so getan, als wenn es schlafen würde. Und war, glaube ich, obenrum sogar nackt. Und die war sehr, sehr jung und dann ist die, hat die mich gesehen. Weiß ich jetzt nicht so, ob ich dazu mal erstmal einen Johnny rauchen sollte oder so. Ich bin wieder männlich. Chat, es ist gerade die Luft raus. Wie bekomme ich die Luft wieder rein? Wie bekomme ich die Luft? Für nur Mimi. Ich muss auch aufs Klo, Chat. Aber wenn ich jetzt aufs Klo gehe, dann seid ihr doch alle weg. Pass auf, ich gehe jetzt gleich aufs Klo. Wenn ich wiederkomme, machen wir weiter mit neuer Energie. Aber ihr dürft nicht gehen, versteht ihr? Boah, fast eingekackt, Alter. Ich würde jetzt ganz kurz aufs Klo gehen. Aber ihr müsst mir versprechen, dass ihr hier bleibt. Nur ganz kurz. 2 Minuten. Ich geh jetzt aufs Klo, Digga. Wer nicht bleibt, ist ein V-Mann. Freunde? Währenddessen könnt ihr gerne ein Follow auf Instagram da lassen. Ich mache euch super Mucke an. Wenn irgendjemand geht, ist ein V-Mann, beziehungsweise alle, die gehen, ich sag's offen, alle, die gehen, sind uncool. Ich habe eine Idee. Folgt mir auf Instagram, ist cool, aber ich habe eine bessere Idee, was ich jetzt mache, damit ihr nicht geht. Ich habe eine Top-Idee. Die auf. Wo es war richtig so. Stabil. Der klappt immer, Jungs. Ja, du bist da! Ich bin gleich wieder da. Du siehst aus wie so ein Freund von mir, Digga, der Timon heißt. Timon? Ja. Yeah. Amende, du sagst mir, das ist mein verlorener Bruder. Hi, wie geht's? Ah, das ist ein Fake, Digga, das ist so. Digga! Hallo! Hi, ja. Geht's? Na? Ja, 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 ja. Der Mann war so im Film, der wollte sich die alte klären, das ging so, du hast so geschaltet, Digga. Ich hab, ey, wenn ich dich jetzt schon gesehen, ne? Mhm. Ich möchte ein Insta-Bild hochladen, aber ich weiß nicht, ob das gut ist oder nicht. Alles gut, ich mach das, ich berate dich, ich berate auch immer meine beste Freundin, okay, gib her, sag was ich mache. Du bist jetzt mein schwuler bester Freund. Ja, ziehst du dich dann auch für mich aus? Ja, komm her. Wo wohnst du? Hannover. Ich kenne jemanden, der ist schwul und wohnt in Hannover. Bitte geh ran, das wäre. Erik! Ey, ich habe gerade ein Mädchen hier auf. Ja, was los? Du kommst doch näher Hannover, oder? Nähe Bremen. Aber ist doch in der Nähe dort, oder? Ey, ich habe gerade ein Mädchen auf Omel TV gefunden, die sucht einen schwulen besten Freund, da dachte ich an dich. Sie meinte auch, sie würde sich ausziehen. Du bist doch schwul. Ja, dreh mal die Kamera, ich will mal gucken. Da bin ich dabei. Nein! Ich hab mich für dich vorbereitet. Ich hab mich extra vorbereitet. Digga, dass wir uns treffen. Ich geb dir einen Tipp, okay? Wenn du nicht gebannt werden willst, dann lege kurz dieses Overlay drüber. Oh nein, ach was, Mai, was willst du machen? Kennst du Borat? Ah nein, Borat. Ich weiß, dass du. Nein!
Ich weiß, was du machen willst. Oh nein. Steh mal auf für mich, ich mach was drüber. Ich hätte mal eine Hose an, ne? Oh oh. Jetzt bist du bereit. Oi. Du hast mal ein Video von mir kommentiert. Von dir? Hm? Also entweder war das beleidigend oder es war ein Kompliment, weil du gut aussiehst. Also weil du Argumente hattest, meine ich wahrscheinlich eher. Wie so alt bist du? Allen, 17. Es ist ein Zeichen. Wünschst du dir zu Weihnachten? Ich natürlich. Es ist ein Zeichen. Es ist ein Zeichen. Kann ich dir kurz ein weihnachtliches Gedicht sagen? Ja. Rosen sind rot. Falche sind blau. Digga, ich bin so smart. Ich hab gerade einfach ein Video angeguckt. Wie intelligent das von mir war. So, jetzt bin ich wieder da. Mit neuer Energy. Kurz bedanken bei den neuen Followern. Mauro, danke für den neuen Follow. Nele, warte mal. Tim, danke. Lasse, Noah. War perfekt, Digga. Tobias Hoffmann, fertig mit Kacken? Ich war nicht kacken, Digga. Da waren gerade Brüste. Wie alt bist du nochmal? Du bist ein Tier! Digga, das war ein Hund, Alter. Das hab ich gerade kurz gedacht. Nein! Ah, Freunde. Digga, warte mal, ich muss kurz was nachschauen. Amadeus. Okay, weiter geht's. Amadeus. Ach, Digga, irgendwo ist hier undicht, ich schwöre. Ich hab's für uns kaputt gemacht, Digga. Ich kack mir ein, ey. Das ist nervig. So los. Ich hab vorhin irgendwo hier ein Loch reingemacht. Sorry. Ruhig, Brauma. Ruhig. Hallo. Hallo? Hallo? Bist du verkehrt? Hallo? Hi. Bin gerade live, ist okay, wenn man euch sieht? Ja, alles gut. Hallo? Ich wollte ihn schon immer sehen. Oh mein Gott, Digga. Ich hab immer deine Videos angeguckt. Ich schwöre immer. Ich schwöre, oh mein Gott. Ey, das ist ein Phänomen. Das ist ein Phänomen. Ja, ich smash, ne? Ich hab grad. Ich weiß. Könnt ihr mal ruhig sein jetzt? Ja, ich hab grad das Wort, ich schwöre, öfter gehört als in meinem ganzen Leben. Ruhig. Okay, ja, wir sind ruhig. Ja, okay, gut. Hallo, wie geht's euch? Ja, gut. Sehr gut. Und dir? Auch gut. Was ist das in eurem Gesicht? Eine Maske. Was für eine Maske? Eine blaue. Aber die ist noch nicht
Was ist das für eine Maske? So eine, einfach so eine Maske, die meine Gesichtsklatschen. Ich weiß nicht, wie heißt die? Gesichtsmasken. Ja, genau so. Ja, schon klar. Okay. Aber von Rossmann. Wie alt hier seid ist der ihr? Rest also. 17, 16. Ihr benehmt euch nicht wie 17 und 16? Ja, wir haben halt gesagt, so, das ist ein Phänomen, dass wir dich jetzt treffen, weil ich hätte nie gedacht, dass wir dich treffen einmal. Also so auf Omni-TV, weißt du? Ich habe es immer so gesehen und jetzt sehe ich das. So, und dann, das ist einfach, ja. Ja, ja, ganz wichtig, das Leute. Ja. Denkt an Elotrix Worte, ne? Das ist immer, dürft ihr nicht vergessen. Was? Ja. 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 Du bist doch 18, ne? Mhm. Oder 19? 18? Ja. Guck. Ja, guck, ich weiß alles. Habt ihr jetzt dasselbe Oberteil an? Nee. Was? Nee. Mhm. Ja, wir haben das gleiche an. Ja. Hä, sie nur ernsthaft? Lange und ich schon. Ja, wir haben das gleiche. Ja, sie halt nur lang und ich schon kurz. Ja. Also kurze Arme. Ja, ich wollte gerade schon sagen, weil bei der einen sieht man irgendwie ein bisschen mehr Ausschnitt als bei der anderen. Ja. Also ein bisschen ist untertrieben, ja, tatsächlich. Ja, das, wieso? Wenn ich hochziehe, dann geht's hier hoch. Mach nochmal, okay. Vielleicht. Schon mal, aber ist hier nicht ein Knopf? Ist hier nicht ein Knopf, den man zu? Ja, aber der geht richtig hoch, der geht immer wieder auf. Mach mal. Das ist das Problem. Mach zu. Ja. Mach zu. Der geht auf ihn auf. Das geht nicht mal richtig zu. Ich krieg dir nicht mehr richtig zu. Hä? Das ist mein Lieblings-T-Shirt, deswegen. Ich hab das jetzt schon 2 Jahre. Das geht nicht richtig zu. Zeig doch mal, ich sehe das doch nicht. Mach den doch gut, probier den mal zuzumachen. Ich schreit gleich. Ich schreit gleich. Hä, aber der ist doch nicht zu. Ja, jetzt ist er nicht zu. Der geht nicht zu. Es geht nicht. Ja, aber das geht doch nur zu. Du hast doch gerade das zu gehabt. Ja, aber das geht nicht. Nein, ich habe es so gemacht. Das geht nicht zu. Geht das, macht man das wieder zu, geht das wieder auf. Ja. So, weißt du? So, halt. Ja. Ja, Mann. Der ist so verstört, der hat doch nur so einen Psychopathen gesehen. Glaub mir doch, hat er. Nee, aber schöne Kette auf jeden Fall. Oh, dankeschön. Nee, ich meine die andere. Ja. Die hat nicht mal eine Kette an? Ich hab nicht mal eine Kette. Ach so! Wieder auf? Ja, doch, das. Ja, komm doch hier. Ja, ich will meine Milch machen. Sie will ihre Milch machen. Hey, du kannst du doch bei deiner Freundin bleiben. Nein, sie hat da hinten am Herd eine Milch stehen. Eine warme Milch. Die ist warm. Okay. Ja. Da ist sie wieder. Nee, ey, gut. Bist du ein Psychopath? Ihr seid ein bisschen zu aufgedreht. Ich glaube, ich werde erstmal weitermachen. Danke. Ist es trotzdem okay für euch, in einem Video zu sein? Ja, dann sehen wir uns endlich mal. Vielleicht sehen wir uns, ja. Ja. Vielleicht. Ja. Ja. Guck, darf ich mal noch schnell ein Foto machen? Ich will noch schnell ein Foto machen. Ja. Aber jetzt sieht man gar nicht kein mehr. Licht mehr. Ja, das ist... Jetzt ist Licht, warte. Warte. Jetzt. Warte. Ich muss jetzt kurz ein. Aber das ist ja scheiße. Ja, ach, was ist das? Wir sind ja. Warte, ich muss kurz ein Foto von ihm machen. Ich muss kurz ein Foto von ihm. Warte, ich muss Blitzer machen. Das
sieht man nicht mal. Mann! Okay, warte. Ah. Der muss. Oh Mann! Ich wollte ein. Hä? Aber Chat, könnt ihr mir auch nicht übel nehmen, dass ich da noch drin war? Warum hör... Könnt ihr mir auch nicht übel nehmen, dass ich da noch geblieben bin? So ein bisschen... Nee. Könnt ihr mir ehrlich nicht übel nehmen, dass ich da geblieben bin? Das war halt schon der... Hallo. Moin. Gute Laune? Ja. Voll merkt man, Alter. Ich bin gerade live, ist okay für dich? Ja. Hast du eine schlechte Laune? Was ist los? Wie alt bist du? Hä? Wie alt du bist? 18. Okay. Und wo bist du live? Pornhub? Ah. Nee, YouTube. Okay. Mhm. Wie heißt du da? Kevin. Okay. Bist du schlechte Laune? Weil du hast gerade so unglücklich gewirkt, bevor ich kam. Jetzt bist du glücklich. Also gut, es liegt an mir halt, aber... Nein, ich habe die ganze Zeit schon gute Laune. Ach so. Schade, ey. Ich dachte, du hast jetzt wegen mir so krasse Laune auf einmal oder so. Ach doch, du hast meinen Tag wunderschön gemacht. Nein, das glaube ich nicht. Wie alt bist du? 15. Okay. Ja. Was hättest du denn gedacht? Weiß ich nicht, Alter. Wie alt denn?16 oder so? Okay. Okay, ich muss kurz was für Hamid machen. Ich bin weg, okay? Hamid, kein Problem, Abi. Was gibt's? Hamid, alles gut, ey. Ich bin nicht abgehoben. Ich bin nicht wie Wax. Ich lese auch den Chat. Aber bei mir kannst du auch gerne haben, so ist nicht. Sag ein Spieler fürs Video. Paul Will von Dynamo Dresden, ZDM. Hat gutes Rating. Bronzekarte. Paul Will heißt der. Super Typ. Ich glaube, der ist richtig abgefuckt jetzt. Ist er abgefuckt? Twitch. Ach, Digga, scheiß drauf, Werbung, fick dich. Du Wichser. Ja, Bruder, was willst du erwarten? Du hast mir letztens, hast mich nach meiner Adresse gefragt und es kam nichts. Ich dachte, ich krieg irgendwas zugeschickt. Ich hab dir meine Adresse gegeben und es kam einfach nichts. Kann ich jetzt wieder Omme gehen, Digga? Ich hoffe nicht, dass, ich will nicht, dass du gebannt wirst oder so. Fragt er mich letztens auch meine Adresse und ich schick den einfach. Und da kam einfach nichts. Ich dachte, ich krieg irgendein Geschenk oder so. Sagst du, hast du bei mir auch. Ehrlich? Hast du mir deine Adresse geschickt, Riftzone? Ja, Digga, die von Holy wollten dir was zuschicken. Ich weiß nicht, ob ich die weitergegeben habe, vielleicht habe ich es vergessen, aber du hast doch Holy abgelehnt, du Idiot. Ich hoffe sehr. Du hast doch nichts mit Holy zu tun. Idiot. Ja, das haben wir doch ganz schnell wieder raus aus dem Stream, Digga, wenn es um Adresse geht, ne? Da sagt er nichts. Ausgehoben, Digga, ich schwöre. Also irgendwie ist irgendwie seit einer Weile hier ein bisschen die Luft raus. Beichten. Beichten. Beichten dann noch?
Hätte jemand Bock heute noch auf Beichten? Aber jetzt noch nicht, wir sind noch auf Omme, aber so halbe Stunde oder so, dann Beichten? Elf Streamer entscheiden mein FIFA 23 Team. Geil. Und Paul Will drin, Digga. Digga! Ich supporte den Mann. Da ist noch hübscher. Beichten? Okay, wir machen jetzt noch Omme, solange wir Bock haben, so. Ich sag mal, halbe Stunde jetzt, so theoretisch. Und danach machen wir Beichten. Hallo? Oh mein Gott, du bist der von TikTok. Du kannst das Handy auch stehen lassen. Oh mein. Hallo, ich bin gerade live. Ist okay, wenn man dich sieht? Ja, kannst du bitte einen TikTok machen? Nein, da sind nur hässliche Leute meistens. Oh Mann. Ey, kannst du eventuell so, das blaue Licht sieht echt kacke aus. Dankeschön. Mach mal bitte was anderes an. Ja. Oh mein Gott, okay, ist okay. Warte, wo bist du live? Warte. Oh, YouTube, Digga. YouTube? Achso. Welches Licht? Nee, das mach was weiß. Ich will dich normal sehen. Nee. Bitte. Einmal kurz, nur einmal kurz. Warte. Ey, bist du bescheuert, Leute? Okay. Ja, doch, bitte lass das so. Bitte. Okay. Hi. Na? Alles fit im Schritt? Ja, nur weil ich dich gesehen habe. Oh. Ich habe nicht gefragt, ob alles nass im Schritt. War der schon wieder zu weit? Nee, alles gut, alles gut. Aber ist halt wahr, ne? Ja, ganz bestimmt. Ja. Ich möchte auf TikTok sein, bitte. Bitte. Nein, das sind nur hässliche. Bist du gut in Mathe? Ja. Was heißt ja? Geht so. Also. Wie alt bist du überhaupt? Was schätzt du? Nee, scheiß, lass mir die Frage einfach. Oder bist du über 14? Ja. Über 15? Mm-mm. 15? Ja. Okay. Was heißt gut? Was hast du in Mathe? Eine 2. Das ist doch super. Also ich war früher auch immer in Mathe richtig gut. Und vor allem in diesen X-Dingern und sowas. Weißt du, das mit... Oh ja, diese Terme. Ja. Mhm. Aber soll ich dir was sagen? Ja. Ich habe auch einen Term für dich. Hau raus. Ach nee, du bist gerade am Handy, oder? Ja, also mein Handy steht da, ja. Ah, du kannst nichts eingeben, oder? Nein. Fick, Alter. Dann habe ich doch keinen Term für dich. Aber ich kann Alexa fragen. Nee, das bringt dir nichts. Fuck! Ja. Ah, mies. Ja. Ey, ich schreibe gerade ein Buch übrigens. Hast du davon mitbekommen? Nein. Digga, wo ist das? Irgendwo ist doch... Ach, hier. Hier. Also das, ich schreibe das mit Hand tatsächlich. und ich brauche noch so ein paar Leute, die ich für das... Also hier, sieht man. Ich brauche noch so ein paar Leute, die ich für das Buch interviewen kann. Hättest du ganz kurz Zeit? Ja. Okay. Ich wollte eigentlich nur fragen, wie das so ist. Was? Na, wie das so sich anfühlt einfach. Meinst du das ernst? Ja. Achso, hab dir ja gar nicht gesagt, um was das Buch geht, oder? Ja, ja. Also nee, das Buch geht also um die schönsten Dinge der Welt und ich wollte einfach nur wissen, wie es sich für dich anfühlt, Teil davon zu sein. Oh mein Gott! Gut. Gut. Okay. Klingt jetzt nicht so nice? Warte, doch. Oh mein Gott, ich hab dich fast geskippt, oh mein Gott. Aber wäre das nicht besser, wenn du dein Glück mit jemandem teilen könntest? Zum Beispiel einen attraktiven Freund hättest wie mich? Wäre sehr gut. Okay, ist notiert. Okay, hier ist gerade ein Lösungsweg, der mir vorgeschlagen wird. Aber Lösungsweg wäre, du schreibst mir dein Instagram.
bekommst du direkt. Nee, stopp! Okay, stopp. Lösungsweg wäre, du schreibst mir dein Snapchat. Bekommst du auch. Was ist dir lieber? Snapchat, bitte. Okay. Okay, hier, bitteschön. Also, das ist halt einfach auch manchmal, ne? Giuli Shi. Ja, Julie. Das ist dein Name? Ja, also eigentlich Juliana. Das ist Julie. Wer heißt Julie? Ich? Das ist ja ein ganz komischer Name. Jetzt fühle ich mich angegriffen. Aber also so, wie du es da schreibst. Ja, bisschen anders war. Ach du Kacke. Ey, Frage. Ja? Du bist Single, oder? Ja. Okay, guckst du meine Videos? Warte. Ab und zu, also wenn die auf meiner For You sind. Nicht auf YouTube? Nein, noch nicht. Und das ist ein Fehler. Du solltest abonnieren auf YouTube. Genauso wie alle, die das hier gerade sehen. Die sollten auch abonnieren. Lass ein Abo da. Und aktiviert die Glocke und lass einen Daumen nach oben da. Bekommst du. Das ist richtig. Auf jeden Fall habe ich so ein Tinder-Format. Ja. Wo ich dir Jungs zeige und du sagst Smash oder Pass. Ja. Und am Ende gibt's einen, der übrig bleibt und der bekommt dein Instagram. Ja? Ja. Deswegen wollte ich nicht, dass du dein Instagram reinschreibst, weißt du? Ach so. Dein Snapchat okay, aber dein Instagram. Hast du Bock, da mitzumachen? Natürlich. Hä? Dann sind wir dabei. Okay. Danke. Lukas, ey, oha, danke für die 1,19 von uns, habe ich übersehen. Und danke für die 6 Euro, hab dich lieb, bist hässlich. Ja, danke, Digga. Nehme ich akzeptiert. Für 6 Euro lasse ich mich auch mal beleidigen. Wer mich beleidigen will, gerne Geld spenden. Wo kommst du her? Niedersachsen. Niedersachsen. Was ungefähr so? Gibt es eine Stadt, die da in der Nähe ist? Ich glaube Bremen oder Hannover oder so. Ja, du glaubst? Weißt du nicht, was in deiner Nähe ist? Nein. Halte ich mich bedeckt bei dem Thema. Okay, warte, ich bin Niedersachsen und noch besser erklärt ist Emsland. Ah, okay. Das ist gut. Ja, danke schön. Und du bist 15, wann wirst du 16? Nächstes Jahr. Ja, wow, okay, die Chancen standen jetzt nicht so gering, dass du am Ende des Jahres erst nächstes Jahr wieder älter wirst. Ich meine, okay, das ist auch okay. Was ist so dein Alter so bei Jungs, was du so präferierst? 15 bis 20. Okay, 19. Okay, 18. Erklär mir das mit dem 20 kurz. 20-Jährige sind auch attraktiv, ja. Fahren die GTI? Hä? Fahren die GTI? Attraktiv! Nee, ob die GTI fahren. Ach so! Nein. Keine Ahnung. Glaube ich dir nicht. Einmal GTI-Emote rein, spam an alle Subs. Ey, Lukas, danke nochmal für die 6 Euro. Nein, Spaß, bist Smash, wunderschön. Ich küsse dich. YouTube-Lives kann man doch auch zurückspulen und angucken, oder? Ja. Boah. Warum? Ja, guck ich mir später an. Ey, ist okay erstmal überhaupt, dass du dann auch in einem Video bist, bevor du dann sagst, nein? Ist eh zu spät. Nein, also in einem richtigen Video, wenn ich das nochmal schneide. Mann. Ja? Natürlich. Weil nicht, dass du dann mir im Nachhinein ankommst und sagst, hey, weißt du? Nein, nein. Alles auch nicht, wenn das Video irgendwann in der Klassengruppe landet. Alles okay. Digga, das passiert so oft, Digga, dass mich irgendwelche dann anschreiben. Das ist eine Sekunde in der Klassengruppe und die sind abgefuckt. Wird mir passieren. Okay. Ja, okay. Was gibt's sonst noch? Was muss ich sonst noch wissen? Nichts eigentlich, oder? Nein. Okay, dann alle, die zwischen 15 und 20 sind,
und aus Niedersachsen, Emsland vielleicht kommen oder so, ja, schreibt mir jetzt auf Instagram, oder schickt mir jetzt auf Instagram, ein bis zwei Bilder von euch oder so, plus paar Facts über euch, wo ihr herkommt, wie alt ihr seid, Hobbys, irgendwas, was die Dame überzeugt. Und dann zeige ich euch der Dame und sie sagt Smash oder Pass und ja, mal schauen, was wird. Was wird. Mhm. Ja, also einfach auf Instagram Bilder von euch schicken. Ich schicke euch mal, schreibe euch den Dings rein. Und dann zeige ich eure Bilder der Dame und die Facts. Und ja. Einfach schicken. Und ich guck da bald jetzt und such raus. Ja. Und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr mir eure Chatface schicken. Das wäre auch big. Damit ich ein cooles Video machen kann. Wow. Verstehst du nicht, ist egal. Nein. So, warte, ich muss jetzt halt hier suchen kurz. Bin 16, komme aus der Schweiz. Na, perfekt, das war's auch schon wieder. Komm. So, ihn nehme ich rein. Ich muss, wie gesagt, kurz suchen. Ne? Also, wie gesagt, schickt mir einfach auf Instagram von euch die Bilder. Und dann schauen wir. Aber schreibt doch dazu, wer kommt. Ich finde das immer cooler, wenn das dann auch wirklich Niedersachsen oder so ist, Alter. Jonas. Sonst so? Was geht bei dir sonst so? Erzähl mal was. Ich suche kurz dabei. Ich war heute arbeiten. Was arbeiten? Als Kellnerin. Mit 15? Ja. Kann man mit 15 als Kellnerin arbeiten? Ja, zumindest bin ich angemeldet. Wie angemeldet? Ja, angemeldet halt mit Papiere und so. Papiere, Mann? Okay. Ja. Was kennst du da? Digga, das ist eine Scheißfrage. Lass die ja, ignoriere die einfach. Ja. Digga, es ist schon wieder, die Bilder, die sind schon wieder unqualifiziert. Also wirklich, seid aber auch. Und nicht diese selbstlöschenden Bilder schicken. Das wäre auch noch sehr nett. Digga, also der sieht nicht aus wie 16. Hast du irgendeinen Typen bei Jungs irgendwie? Nee, eigentlich nicht. Also es ist immer so unterschiedlich. Also es ist eigentlich egal so. Aber wenn die so aussehen wie ich? Smash. Ja, gut. Ja, ist auch logisch, ne? Ja, bestimmt. Boah, Digga, warte mal. Ich zeig dir einfach mal kurz die ersten. Einfach mal. Okay. Okay. Fangen wir mit den ersten an. Und zwar mit. Oh, Bruder, das ist schon wieder hier so zack, zack. Und zwar fangen wir an mit. Nee. Hier. Der Mann hat mir sehr viel Input gegeben. Aber das ist Max? Ja. Siehst du es nicht? Doch, ich sehe es. Warum hast du dein Handy jetzt so in der Hand? Weil mein Handy klein ist. Oh nein, das ist kacke. Ja. Und kaputt. Aber ich muss dich sehen. Oh, es tut mir leid, okay. Das ist Max. Ja. Er sieht gut aus. Und ist 18 aus Niedersachsen, hat er geschrieben. Ja? Ja. Hat er geschrieben, wo genau? Also wo näher? Keine Ahnung, er hat mir kaum Infos gegeben, aber ich dachte, er sieht ganz nett aus. Okay, er sieht gut aus. Würdest du ihn smashen? Smashen, ja. Ich hoffe, du. Aber du musst nicht alles. Also du musst nicht smashen, nee. Wenn er dir nicht gefällt. Nee, ich mach schon die Wahrheit. Und smashen heißt, dass du ihn wegflanken würdest. Ja, würde ich. Nein, das ist. Gut. Oh, okay, dann lassen wir das so. Nicht. Hä? Nix, alles gut. Ah, okay. Dann habe ich hier, guck, und Samo, da bin ich mir schon wieder. Da hier geht's los, wo ich mir unsicher bin. Samo sieht nämlich nicht aus wie geschrieben, 16 Jahre alt. Oder wird 16? Naja, das ist doch schon wieder falscher Ehrgeiz.
und spielt Fußball und mag schlafen. Und da zeige ich dir jetzt mal die Bilder und dann bin ich jetzt gespannt. Okay. Ah, Digga, warte, hier. Bild 1. Ja. Ja, super Bild, sage ich dir ehrlich. Bild 2. Ja, super Bild, sage ich dir ehrlich. Bild 3. Digga, scheiß auf ihn, wirklich. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Und das. Also, ja, okay, sieht halt auch nicht älter aus als 15 oder 16. Finde ich jetzt. Ja. Aber er ist nicht so mein Fall. Nee, ist auch nicht schlimm. Aber er hat gesagt, dass du ein dicker Smash bist. Oh, jetzt tut er mir leid. Ja, okay, aber er ist kein dicker Smash sozusagen. Ja. Musst du durch, Digga. Ja. Okay, der hat einfach alles gelöscht, Digga. Was ist mit ihm? Schreibe ich kurz, dass das ein Idiot ist. Idiot. Wo ist Mülheim, Leute? Mülheim ist nicht in Dings. Digga, das ist ein Macher. Das ist ein cooler Typ. Aber du kommst aus Sachsen. Cooler Typ. Aber das bin ich, der eine. Ja, ich seh's. Ach, warte mal. Der ist BVB, Alter. Ja, ja, BVB, safe. Nein! Oh. Nee, falsch. Aber der Mann kam aus Sachsen, das war falsch. So, warte. Ich schau noch mal. Digga, bist du dumm? So, hier. Nee, eher nicht. Aber bitte wirklich, also Leute aus Niedersachsen wären top. Ja. Ihn nehme ich mit rein. Und schickt mir bitte auch ordentliche Bilder, ihr Nutten. Ey, es ist so schwierig mit euch. Ich schicke mir alle. Drecksbilder. Was? Wo ist Meppen? Auch. Meppen, Digga, das ist 5 Kilometer von mir oder 10. Ehrlich? Ja. Oh fuck, ich hab ihn verloren. Nein. Wo ist Meppen? Wo ist der Bree? Wo ist er? Hamburg. Wo ist Meppen? Ich hab den Meppen-Bruder verloren. Nein. Oh mein Gott. Ah, ich finde ihn noch für dich. Hoffe ich doch. Wo ist der Mappen-Bruder? Mappen, Mappen, Mappen. Sie ist auf jeden Fall sympathisch. Nee. Ey, ich hatte gerade einen aus Mappen, Digga, aber ich habe ihn verloren. Mappen. Wo ist er? Wo ist er? Oh nein. Ey, Bruder, es tut mir leid, dass ich dich also. Ich hatte ihn. Ich hab dich doch schon. Nee, okay, warte. Und ich, okay, warte, ich zeig dir gleich wieder welche. Hast du ihn gefunden? Ja, ich glaube, ich hatte ihn aus Versehen schon wieder. Ich kann euch halt immer nicht das zeigen, wie ich die Leute suche, bevor mir irgendeiner einen Penis schickt oder irgendwelche Leute, die ich dann nicht. Ich kann euch nicht die Leute zeigen, während ich hier sie suche, weil. Wenn das irgendwelche Leute sind, wo ich sage, die kommen nicht rein, das ist auch Quatsch. Das ist ja ein bisschen Disrespect den Leuten gegenüber. Ja, komm. So, ich zeig dir die nächsten. Okay. So, die nächsten sind der Bree aus Meppen hier. Aus Meppen. Justin. Das ist das erste Bild. Ja, da sieht man nicht viel. Ja. Ja. Und auf dem Bild sieht man sein Gesicht. Und seine Haare. Ja. Und hier nochmal, weiß ich nicht, irgendein random Bild. Und dann, er hat geschrieben, er ist 18 Jahre alt, macht eine Ausbildung, kommt aus Meppen, logischerweise. Und
ist Deutsch-Russe und ja. Er sieht nicht schlecht aus, also er sieht schon gut aus. Also ich glaub, aber, jetzt kommt's. Nein, also kein Aber eigentlich. Also ist er drin. Smash. Ja. Big. Ich weiß, was die Leute brauchen, was sie suchen. Big. Geil. Ey, Lukas, danke für die 12 Euro. Ich küsse dein Herz. Ich schwöre nämlich mal bitte, bin fett, aber egal. Ja, Lukas. Du kommst, wenn du aus Niedersachsen kommst, kannst du probieren. Okay. Ramos ist der Nächste. Ich walla, okay. Ich schwöre, der lügt. Obwohl, nee. Obwohl, vielleicht. Okay, so sieht der Bray aus. Ja. Und so? Digga, der sieht irgendwie lustig aus. Sein Lächeln ist süß. Was? Sein Lächeln ist süß. Ich finde irgendwie, der sieht lustig aus. Ich weiß nicht warum. der sieht so lustig aus einfach. Also einfach nur nichts böse. Also er heißt, er heißt gar nicht Ramos, er heißt Sergio und ist Albaner. Und das ist er auch nochmal. Und das sieht gut aus. Und er kommt, ich bin mir jetzt nicht sicher. Also er meint, er kommt aus Nähe von Hannover. Aber er hat auch mal geschrieben, dass er aus Nähe Hamburg kommt. Also weiß nicht, was jetzt da genau stimmt. Ja, okay. Ich stehe mehr auf Babyface. Also? Pass. Digga, also wie oft wurden in diesem Format schon Leute gepasst, weil sie auf kein Babyface hatten, Alter. Vor allem... Was ist denn Babyface vor allem? Kein Bart. Ja. Ja, gut, ja. So gut, jetzt verstehe ich es. Ja, okay, alles gut. Okay, der nächste ist Alex. Das ist Alex. Ja. Und auch das ist Alex. Mhm. Und er schreibt, er ist 17, spielt Fußball, geht ins Gym und kommt aus Niedersachsen. Er findet dich sehr hübsch. Und hat Babyface. Meinte er zumindest. Kann ich dir nochmal zeigen, wenn du willst? Ja. So. Okay. Smash. 3 Leute hast du jetzt schon gesmashed? Ja. Ach, du Scheiße, das geht bei dir ja voll schnell, ey. Ich kann jetzt gar nicht mehr so viele Leute für dich suchen eigentlich. Okay, der nächste ist er. Ich glaube, er ist Enrico oder so. Weiß nicht ganz genau. Ich hoffe, es ist nicht der falsche Name. Auch das ist er. Oh, das ist er auch. Und hier hat er nochmal ein Video von sich geschickt. Obwohl, ja. Keine Ahnung, was das für. Ja. Also, weiß ich nicht. Und er hat geschrieben, er ist Enrico. Auch Enno. 17 Jahre alt, arbeitet. Ist nur am Arbeiten und im Gym. Kommt auch aus dem Emsland, ist halb Russe und Sögel. Vielleicht kennst du das. Sögel, der ist 10, 15 Kilometer, glaube ich, von mir. Also aus der Nähe. Ja. Aber jetzt die Frage, ist Smash oder Pass? Er sieht gut aus, aber er ist nicht so mein Typ. Also, ja, okay. Mein Typ, ich habe viele Typen scheiße. Aber nee, das ist okay. Du musst dich nicht rechtfertigen. Es ist wie auf Tinder. Du kannst einfach swipen ohne. Oh, Digga, ich hab was ins Auge bekommen. Ja, okay, Oh! Alter! Alter, fick mich gerade komplett, ey. Mhm. Also, du musst dich nicht rechtfertigen. Nee, alles gut, pass. Aber er ist hässlich, oder was? Mm-mm, hässlich nicht. Schade, ich dachte, ich kann sie irgendwie locken oder so. Okay, ist sie nicht schlimm. Okay, ich würde sagen, ich suche noch einmal nach ein, zwei anderen Typen. Ja. Und dann sind wir eigentlich schon im Finale, weil das Ding ist, das sind schon jetzt 3 Leute, ne? Hallo, 3 ist so nicht viel. Ja, aber wir können es ja nicht ewig machen. Ja, stimmt. Lukas minus Tim. Kannst du mir vielleicht noch ein zweites Bild von dir schicken? Das wäre sehr super, danke.
Wie alt ist sie? Sie ist 15. Digga, also jetzt habe ich hier zwei Granaten gerade schon wieder ausgewählt. Der heißt Linus. Wo kommst du her? Oldenburg? Kennt man das? Ja, nee. Den nehme ich rein, der ist Linus, der muss gewinnen. Elios, wie viel Euro nochmal? Ey, danke für die 6 Euro. Bruder, was soll ich machen? Ey, ich habe gerade 3 Leute spontan rausgesucht. Es war's eigentlich schon, reicht euch schon wieder. Okay, die letzten, die ich dir zeige, sind... Oh, nee, warte, das war falsch. Die letzten, die ich dir zeige, sind die folgenden. Digga, wieso heißt das hier? Und zwar einmal Linus. Super. Würde ich direkt smashen eigentlich wegen dem Namen. Also, wie gesagt, also, ist das hier erstmal? Ja, okay, sieht man. Na, warte mal. Ich kack mir ein, das ist doch scheiße. Warum passiert das jedes Mal? Warum passiert das jedes Mal? Jedes Mal. Digga, was ist das? Digga. Lukas, ich will Karma. Hey, danke für die 2,50. Mann, Digga. Wie hieß sie? Wie hieß sie? Julie. Das war ihr Snap. Ich hoffe, sie schreibt mir jetzt irgendwie auf Insta oder so. Weiß sie, wusste sie, wer ich bin? Oh, ich tue sie jetzt Edna einfach. Kann ich sie anschreiben? Nee. Digga, sie. Ach. Hallo. Ja. Hilfe. Digga, sie ist sogar öffentlich. Wie dumm. Ich hoffe, ihr habt die jetzt nicht alle zugespammt. Digga, nicht ihr schreiben. Oder schreibt ihr alle mein Instagram auf Snapchat oder so. Schreibt ihr alle auf Snapchat, dass sie mich auf Instagram adden soll. Auf... Ja, ihr wisst, was ich meine. Digga, das kann jetzt nicht sein. Mann, Digga, ich will das jetzt noch. Das müssen wir jetzt irgendwie zu Ende bringen. Sonst ist das kein Abschluss für heute. Scheiße, Chat, das ist doch kacke. Ja, toll. Oh. Ich hab sie. Ich hab sie, glaube ich. Wir bleiben drin. Sie lädt sich Discord runter. Ich bin so ein Macher, Digga. Ich krieg die Dame immer zum Discord runterladen.
Richtig nett, fragt sowas mal. Ist es nicht der? Warte doch, oder? Halt, oh mein Gott, wir haben nach dir gesucht. Hallo, ich bin gerade live, ist okay, wenn man euch sieht? Ja. Wie alt seid ihr? Nein, dreht es bitte wieder zurück, das kann ich nicht. Ja, sorry, Ladekabel. Wie alt seid ihr? 15. Beide? Ja. Oh mein Gott. Hey, es ist jetzt wirklich nicht beleidigend oder so, aber also nicht du mit dem Nasenpiercing, sondern die andere, du wirkst ein bisschen jünger. Hat dir das noch nie jemand gesagt? Nein, heute noch gar nicht. Oh, tut das es weh? Das war ironisch gemeint, das haben wir heute schon so oft gehört. Ja, ich habe gefragt, ob es weh tut, deswegen auch. So. Nein, alles gut. Ja, nee, es, ich will dich nicht verletzen, weißt du? Nein, wir haben nach dir gesucht, weil ich feier dich voll. Sorry, Alter, ich feier euch auch. Prost. Ja, also, ja. Wo kommt ihr her? Nähe Berlin. Was ist in Nähe Berlin eigentlich? Wer wohnt denn in Brandenburg? Was macht man? Wir. Was gibt's da? Nix. Es gibt Cottbus, es gibt Potsdam. Ja, das ist ja alles scheiße, oder? Der ja. Pickel kommt langsam, oder? Mach Blasenpass darauf, das hilft. Nee, nee. Mm-mm. Sowas mache ich nicht. Ja, scheiße. Erstmal auf Foto machen, Alter. Ja, ich hab. Auch ein Foto. Okay, nee, ey, dann, ja, war nett. Ich will erstmal wieder weitermachen, ne? Okay, jetzt tschüss. Bye. Digga, holt die da einfach ihr Handy raus. Eben! Werd nicht mehr, Alter. Juliana schreibt. Ja, danke. Juliana hat geschrieben. Fakt ist, wir sind weg. Faktisch gesehen, gehe ich jetzt auf Discord. Wartet. So. Ich bin drin. Judy, ich rufe an. Oh. Ah, fuck, nee, warte mal. Hallo. Hi, warte kurz. Ich bin dumm. Ein bisschen. Ach, scheiße, ich muss ja hier die Kacke machen, Alter. Warte kurz. Du musst dein Handy quer machen. Das wäre ja, top. Wie soll ich das hinkriegen? Ich hab keinen, warte. Ich muss kurz gucken, wo ich mein Handy abstelle, okay? Hey, du hast es doch die ganze Zeit abgestellt. Hä? Du hattest doch die ganze Zeit dein Handy abgestellt. Ja, ich hatte ich auch. Warte, ich zieh einfach an der Steckdose um. Oh mein Gott, scheiße. Hä, du kannst es doch quer machen. Ja, warte, ich kann so. Geht das so? Ja, du sollst es quer machen. Aber so war besser. Nein, mach quer. Ja, warte. Du kannst einfach also, hinstellen. Ja, ey, ist nicht so leicht, Junge. Ich hab keinen. Mein Ladekabel ist nicht so lang. Warte. Hä, aber das macht doch keinen Unterschied, ob du. Hä? Doch, warte. Ich steck grad für dich alles um, okay? Ja, das ist ja auch richtig so. Fühl dich wäre auch schlimm, wenn du es nicht machen würdest. Ja, nee, das. Ja, okay, das schon. Warum geht das jetzt nicht bei dir? Hä, was geht? Tu mal ein bisschen shaken. Da, man müsste da. Hä, das muss quer gehen. Mach mal Kamera an und aus, weißt du, wie das geht irgendwie? Warte, bestimmt krieg ich das. Halt's direkt so quer. Ah. Hä, wieso geht es bei dir nicht? Ja, okay. Dein Disc, das muss ich drehen eigentlich. Warte. Geht das jetzt? Hä, nein. Hä, was muss ich denn drehen? Bin ich behindert? Sie muss.
Hast du irgendwie Bildschirmdrehen ausgemacht? Warte, ich muss gucken. Ah, du bist so eine, die bei hier dieses Bildschirmdrehen ausmacht, oder? Ja, bin ich. Ach Gott, das hat meine Ex immer bei mir gemacht. Das hat mich so abgefuckt, Alter. Und jetzt drehen. Ja! Oh mein Gott. Ja. Das hat funktioniert. Ich muss jetzt meine Pflanze umstellen, meine ausgetrocknete. Ja, ja, ist auch besser so. Boah, wenn mein Handy runterfällt, ne? So ist gut. Ja, so war doch gut. Ja, okay. Sonst hält es nicht. Okay, hab mich so. Was hängt da? Hä? Was hängt da? Da? Ja. Ein Trikot. Ich bin gezwungen. Was denn für ein Trikot? Alles gut. Dortmund. Na, ja. Ist doch gut. Echt? Ja. Warte, Dortmund ist BVB, oder? Ja, ja. Lass nicht drüber reden, einfach. Meine Lashes ist kaputt. Okay, gut. Ey, wo waren wir? Ich glaube, wir waren, wir waren, oh nee, warte mal, das bist du. Oh mein Gott. Wir waren hier. Ja, bei Linus, oder? Ach so, ja, der heißt Linus, stimmt, geiler Typ. Ja. Warte mal, ich muss mich mal hier ein bisschen, so. Genau, wir waren bei Linus. Mhm. Ja, das ist Linus, wie gesagt. Ja. Vielleicht muss ich ein bisschen höher hier. Und er spielt Handball, wie man sieht. Das ist er auch. Welcher von denen? Der, na, welcher? Da sind 3, 4, 5, 6. Ja, welcher wird's wohl sein? Der da Nein, der da so macht, oder? Naja, natürlich. Auch das ist er. Digga, also ich schwöre, hier ist irgendwie. Also das ist er. Und hier. Mhm. Und dann schreibt er noch, dass er 1,92 ist und nee, Oldenburg-Wilhelmshaven herkommt. Es tut mir leid, er heißt zwar Linus, aber er ist ein Pass. Unsympathisch. Du bist unsympathisch, wirklich. Sag ich auch voll ehrlich. So. Ja, hier, Lukas Tim. Habe ich nur das Bild von dem? Ist der nächste? Ist es fake oder? Ja, das weiß ich eben nicht. Der soll mir halt nochmal ein Bild schicken, aber er hat es nicht gerafft. Schick mir nochmal ein Bild, wir nehmen erstmal einen anderen. Hä? Nimm bitte. Verschiedene Leute, ich check's nicht. Ja, es sind verschiedene, nimm bitte jemand anderen. Faktisch gesehen ist der raus. Der war auch nie drin. Hä? Paul, genau. Paul ist noch drin, ne? Und zwar er. Ja. Und das ist auch. Digga, der sieht einfach aus wie Tommy. Kennt ihr den? Von Monte, den Cousin, Alter. Und er ist faul aus Niedersachsen und 15, spielt Fußball und Göttingen, wenn dir das was sagt. Geh mal auf das andere Bild. Göttingen. Ja, das ist wieder interessant für dich, ne? Aber Göttingen klingt so bayerisch. Ist das wirklich Niedersachse? Ja, kann sein. Hm. Was sagst du? Oh mein Gott, Pass. Oh! Ha! Digga, ich dachte auch, er kann mit seinen Muskeln durchkommen. Nein, no front, nein. Pass, warum? Nur mal so. Damit geht er nicht durch. Hä? Warum Pass? Ja, oh mein Gott, das ist schwierig. Ja, nein, ist egal, ich will dich nicht in irgendeine Lage bringen. Ja, bitte nicht. Okay. Lukas Tim hat nichts mehr geschickt und geschrieben, das ist lost. Vielleicht hat er irgendwas auf Instagram. Ja. Nee, Bruder, ich glaube, der ist fake. Dann scheiß auf ihn, okay? Ja. Okay, pass auf. Ich zeig dir jetzt keine mehr, weil wir haben schon 3 oder 4, ich weiß ja, gar nicht mehr. Das wird so schwierig. Folgendermaßen. Jetzt kommen wir nämlich ins Finale. Ja. Du musst jetzt, ich weiß nicht, ob wir 4 oder 3 haben, die übrig waren. Auf jeden Fall musst du jetzt 1 oder 2 Leute rauswählen, sodass wir nur noch 2 Personen übrig haben, okay? Okay. Und nachdem wir nur noch 2 Personen übrig haben, das kannst du währenddessen schon mal machen, möchte ich, dass du den beiden eine Frage stellst.
Okay. Und, die Frage sollte dann halt dabei praktisch helfen, wen du dann am Ende nimmst. Weil du darfst nur eine Person nehmen. Also irgendwas, vielleicht datemäßig oder irgendwie irgendwas, was dich an den beiden interessiert. So, weißt du? Aber erstmal musst du jetzt ein oder zwei rausholen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel. Also drin war nämlich, drin war faktisch gesehen, drin war er. Ja. Justin. Der nicht. Der war nicht drin. Ja. Sergio? Oder, ja, Sergio? Der war auch nicht drin, oder? Ach. Nein, er war nicht drin. Achso, nee, lol. Der auch nicht. Digga, hä, wo sind die alle hin? Ach, er war drin, Maxi? Ja. Digga, hä? Er war noch drin. Ich muss kurz resetten. Justin? Er drin? Ja, er war drin. Oh, ja. Hä? Ja, ich glaube schon. Warte, geh mal auf das andere Bild. Ja, ich glaube schon. Okay, Alex war noch drin, Justin war drin und irgendwas mit M, oder? Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Ich finde den. Ich glaube Maxi oder so, oder nicht? Ja, wo ist der hin, Digga? Ey, das ist so verbuggt hier. Ich kack mir ein, Alter. Warte kurz. Digga, das ist immer so verbuggt, die Kacke auf Instagram, wirklich. Also, ich mach mir das mal. Punkt. Punkt. Digga, wieso kann ich jetzt hier nicht mehr runter? Ich muss mir jetzt, Digga, ich schwöre. Ich muss am Handy gucken. Hä, wo ist... Hier. Punkt. So. Also. Es war noch drin... Maxi, Justin und Alex, ja? Gibt's einen, welchen von denen würdest du am ehesten rausvoten? Geh nochmal auf Justin, Justin seine Bilder. Geh nochmal auf Maxi, oder wie der heißt. Ja, Maxi war der mit dem wenigsten Zeug, das reingeschrieben wurde. Und dann gar noch Alex. Alex bleibt drin. Okay, und wer bleibt noch drin? Justin oder Maxi? Boah, kannst du mir bitte helfen? Boah, warte mal. Hey, Maxi ist schon echt, aber Maxi? Maxi, bist du noch da? Das wäre scheiße, wenn er nämlich nicht mehr da wäre. Ja. Maxi, bist du noch da? Aber Justin, also sag ich ehrlich, finde ich jetzt nicht schlecht. Er wohnt halt auch näher an mir, also bei mir da. Oder Justin, super. Will jetzt da keinen Bonus an Justin geben, aber Justin, super. Ja, wenn er nicht antwortet, dieser... Ja, dann scheiß auf Maxi, Digga. Ja, dann weg mit ihm. Okay, ja, dann haben wir Max, Justin und Alex drin noch. Ja. Und jetzt liegt es halt an dir. Wir brauchen eine Frage. Ich mir eine Frage, fuck. Egal was, irgendwas. Was würden die beim ersten Date machen? Ach, Digga, die Standardfrage, aber finde ich gut. Ja. Schickt mir, warte, pass auf, wir machen es folgendes. Justin und Alex, schickt mir eine Sprachnachricht, was ihr am ersten Date machen würdet mit ihr, wenn ihr eins hättet halt. Weil das ist cool, mit Sprachnachricht, dann hörst du auch die Stimme, die macht auch viel aus im Leben. Ja. Ja. Warte kurz. Kann ich mich muten hier? Nee.
Wieso geht meine Mute-Taste nicht? Ich hab extra eine Tracks-Mute-Taste bei Discord eingestellt. Hä? Ja, scheiß drauf, Digga. Okay. Ich warte, wir müssen jetzt kurz warten halt, ne? Und ja. Dann schauen wir mal. Dings. So. Justin hat mir was geschickt. Ja? Sprach mir nicht, das war, kommt so noch auf Alex an. Danke. Alex! Was habt ihr, was, ich schreibe alle Matthias. Wer war Matthias? Wer ist denn Matthias? Keine Ahnung, wer hier Matthias sein soll. Alex, schickst du jetzt mal was, du Idiot? Ey, können wir kurz für alle Eventualitäten einen Thumbnail probieren? Was? Irgendwas für das Thumbnail machen? Irgendwie so? Weißt du, wie ich meine? Nein. Also es gibt immer auf YouTube so ein Vorschaubild. Ich brauch da irgendwas Cooles von dir. Oh mein Gott. Und jetzt müssen wir irgendwas machen Cooles, damit ich dann was Cooles hab. Aber was? Mach mal so hier. Nee. Oder mach mal irgendwas so wie verliebt bisschen. Bei Tinder, weißt du? Warte, ey, ich muss mir kurz überlegen, okay? Warte. Warte, so? Nee, irre. Bist du schwul? Ich? Ja. Nein? Wie kommst du darauf? Warte. Oh mein Gott. Warte, wie ich, Digga, also ich schwöre, der eine Bruder hier schickt einfach nichts mehr. Dann mach diesen anderen. Warte mal, aber... Oder spam den. Alle schreiben hier im Chat irgendwas mit irgendeinem so Matthias. Digga, den gibt's gar nicht. Idiot. Hey, ja gut. Das ist jetzt doof. Aber dann hören wir uns an, was der eine geschrieben hat, Justin. Ja. Also entweder wäre ich auf ganz Stani aus Essen gefahren oder halt auf ganz entspannt mit dem Auto irgendwie nach Meckes was Chilliges zu essen holen und dann so einen chilligen Ort suchen, irgendwo chillig am Wasser oder so. Dann einfach ein bisschen sitzen, quatschen, essen. Und dann vielleicht noch irgendwo hinfahren, ein bisschen rumfahren, das ist doch auch immer ganz entspannt. Ich schwöre, no joke jetzt, ich würde es einfach genauso machen, Digga. Das ist das Beste, was man machen kann, wenn man jemand einfach irgendwas... Einfachste Weg, ich schwöre auf alles. Ja. Ja. Das ist Justin, jetzt ist halt die Frage, willst du heute alleine ins Bett gehen oder willst du mit Justin ins Bett gehen? Weil der andere Bruder antwortet einfach nicht. Ich schwöre, der andere antwortet nicht. Der hat verkackt. Ja. Aber du kannst dich ja trotzdem gegen Justin entscheiden, wenn dir das nicht imponiert hat. Nein, dann ist er ja dumm. Aber du kannst dem anderen ja trotzdem ein Insta schicken. Nee, das so funktioniert das Format hier leider nicht, sag ich dir, wie es ist. Ja, okay. Dann, Aber ich fand Justin sowieso sympathisch. No. Der Mann sieht doch echt gut aus. Ja, er kommt auch sympathisch rüber. Ja, dann schicke ich dem jetzt sein Instagram. Ja, kannst du machen. Du hast ja jetzt, ne? Ja. Ja. Ich schicke ihm dein Instagram. Dann soll es jetzt so sein. Dann war irgendwie da einfach was in der Luft, dass es so sein sollte, dass Justin gewinnt.
Justin, lass mal Clubfetze, schreibt Justin. Ja, Justin, super, ich mach, machen wir, super. Ja, nee, dann, Digga, manchmal läuft es eben auch so. Vielleicht war das Schicksal, dass ihr beiden einfach zusammenkommen solltet. Mhm. Und ich sag's, wie es ist. Ich hoffe, er schreibt dich an mit einem guten Spruch. Und wenn ihr dann ein bisschen geschrieben habt und vielleicht euch wirklich sympathisch findet. Er hat mir schon eine Anfrage geschickt. Und wenn ihr euch dann wirklich sympathisch finden solltet, eventuell. Ja. Wenn ihr irgendwann euch wirklich treffen solltet und irgendwie sowas wie ein Date habt. Ich hoffe darauf. Das ist wirklich mein Ziel von diesem Format. Ich will, dass ihr euch trefft. Schickt mir ein Bild oder so. Ja, ja, machen wir auf jeden Fall. Ja. Okay, und jetzt müssen wir noch was für Thumbnail machen. Ach so. Hast du dir jetzt was einfallen lassen? Ja. Erstens, man sieht deine Kette nicht gut genug. Rein theoretisch, also es kommt, man beketten muss man manchmal ein bisschen, also wenn du dein Handy so ein bisschen nach unten noch kurz ein Stück, dass man auch deinen Kopf nicht so weit oben unten sieht, weißt du? Ich weiß nicht, wie ich es besser formulieren soll. Du kannst ja aus Versehen mal dein Handy, das kann dir mal umfallen oder so, dass du es nochmal neu hinstellen musst oder so. Ja, besser nicht. Okay, so, ja, okay. jetzt, okay, pass auf. Warte mal, du musst einfach nur so irgendwas machen oder so. Irgendwie so ein Herz. Kannst du das? Oh, mein Nagel ist abgebrochen. Egal, verdeck's. Also, ich so mache, bin. Okay, okay. Gut, das sieht ja echt scheiße aus. Was? Ja. Guck! Nee. Geh mal, ja, doch. Geh mal ein Stück zurück, weil das ist sonst dein Kopf abgeschnitten. So, und jetzt musst du irgendwas. Guck so. Mach irgendwas so. Ey, das ist voll kompliziert. So, als wenn so. Oh. Als ob ich den. Nee, danke, lass mal. Ah. Na, ah. Doch, das ist cool. Digga, man kann bearbeiten. Nee, das, da ist nichts mehr zu retten. Ja. Oder wir machen so, du machst so eins und ich mach eins. Ja, okay. Okay. Aber welche Richtung muss ich dann machen? Einfach, ich muss es bearbeiten, das ist einfach so. Ich mach jetzt nichts, ich mach das später alleine. Ja, also muss ich danach. Nee, warte, muss ich nach dort? In irgendeine Richtung ist egal. Warte, so? Nee, mach in die Richtung. In die? Dann ist es aber voll weit weg. Nee, mach mit so hier. Mach den hier, warte. Nee, das ist auch dumm, das kann ich nicht so machen. Da bekomme ich auf einmal so viele Anfragen. Wo? Ja, auf Insta. Weiß ich nicht. Ja. Mach einfach irgendwie so, guck ein bisschen aufgeregt. Ja, Digga, das sieht aus wie so eine Werbung. So überrascht so. Oh. Ja, das ist cool. Ich, genau so. Wenn das jemand bearbeitet, ne? Was denn? Ja, keine Ahnung. Mach einfach kurz einmal so wie ich. Das ist ja richtig schwul. So mache ich das immer. Ich sitze dann immer so da. So? Nein, okay, dann. Na, aber ich will dieses Titelding sein. Ja, dann mach doch einfach so und dann. Ja, so jetzt einfach. So. Baby? Ja, das ist cool, genau so, perfekt fast. Hast du schon? Ja, das mache ich dann aus der Aufnahme, fertig. Super. Aber bitte nicht da, wo ich hässlich aussehe. Okay? Du siehst immer gut aus, das ist das Gute daran. Wir sehen. Ah, nee. Ja, doch, wir sehen uns. Ja. Okay. Warte, wo bist du jetzt live gewesen? Ja, auf YouTube. Hä? Hm? Bin ich dumm? Ja, was ist denn? Ja, alles gut. Hä, was meinst du? Warte, ab jetzt wurde ja dieses Video gefertigt, ne? Nee, der Livestream. Ja, der Livestream läuft ja noch, aber das Video für morgen ist jetzt schon fertig, oder? Wie für morgen? Ja, oder was, dieses Video, was du das machen Das kommt willst. Irgendwann noch als Video, ja. Ja, wann willst du das machen? Keine Ahnung, wenn ich Bock hab, in 2 Wochen oder so. Alter, ich fick dich, was in 2 Wochen? Ja, ey, du bist die Erste wieder für Tinder. Ich hab keine anderen Leute mehr. Weißt du, was mir gerade auffällt?
Was? Ich hab ja geschrieben gehabt, ne? Und bist halt bei den Instagram-DMs so geguckt, ne? Ich glaube, man hat mich da gesehen. Kann sein, keine Ahnung. Egal, schneid einfach raus, wo ich das sage, dann tun wir so. Ja, ja, machen wir so. Ey, gut, okay. Ne? Okay, wir brauchen noch ein Titelbild. Hab ich. Nee, aber da sah ich bestimmt scheiße aus. Dann mach doch irgendwas. Okay, soll ich wieder diesen Mund aufmachen? Ja, da stehe ich drauf. Nee, Spaß. Also bitte. Ich hab doch schon was, wo du da... Ich will also, bitte zusammen eins machen, wo du auch so machst. Nein, ich mach das jetzt nicht. Das mache ich, passe ich an dich dann an. Ey. Nee, das finde ich nicht cool. Wieso? Das mache ich im Nachhinein. Ich hab das. Vertrau mir, ich mach was Gutes. Du siehst Ey, wenn auch ich immer, du siehst oh. immer gut aus. Mich deine Faust, Alter. Ja, komm. Durch Handy. Mach. Trau dich. Jetzt machst du einen noch mutig. Jetzt machst du einen noch mutig. Ich bin mutig. Ja. Glaub ich dir. Gut, ey. Es war schön. Echt cool mit dir. Hat Spaß gemacht, ne? Dankeschön. Ich danke dir. Wir sehen uns auf jeden Fall, ne? Ja. Ja, machen wir bestimmt. Auch drin Doppelkind, ja. Ciao mit auch. Tschüss. So. Chat. Ja. So. Das war's mit heute Omme TV. Lass nochmal ein Like da, 1500 Likes für Big. Ich würde trotzdem sagen, wir machen jetzt noch Beichten, wenn ihr Bock habt. Ich würde jetzt gerne noch Beichten machen auf Twitch. Also wenn ihr eine Beichte habt, die ihr mir erzählen wollt, wir gehen jetzt noch rüber auf Twitch. Ausrufezeichen Discord. Ich schicke euch den Discord-Link hier rein. Alles, was ihr dazu tun müsst, um bei dem Beichtenformat teilzunehmen, ist auf meinen Discord kommen. Ich schicke euch den Link. Ich schicke euch einen Link rein. Und dann kommt ihr in den Warteraum einfach. Kann ich euch jetzt einen Link schicken vom Discord? Hier. Ich schicke euch einen Link rein. Alle, die eine coole Beichte haben, kommt jetzt sehr, sehr gerne in den Discord und mit rüber auf Twitch. Das würde mich sehr freuen. Ich küsse euer Herz, ja. Also, es wäre sehr cool. Also, wir bräuchten bestimmt so 5-6 Leute wenigstens für dieses Beichten-Ding. Also, ich warte vielleicht noch mal kurz. Also, wenn hier so, also es wäre cool, wenn hier so 4-5 Leute wenigstens kommen würden. Dann hätten wir schon mal 4-5 Leute safe für das Beichten-Ding. Ja, wir haben schon mal 3. Wir brauchen noch 2-3 Leute. Gibt es noch 2-3 Leute, die irgendeine coole Beichte haben? Das wäre sehr big. 4. Also alle, die eine Beichte zu erzählen haben, kommt in den Discord, in den Warteraum. Hier, 5 Leute. Sehr geil. 2-3 Leute noch und dann können wir rüber auf Twitch gehen. So. Digga, es tut voll Regen bei mir. Digga. Was ist das? Also, wenn ihr eine Beichte habt, kommt auf Twitch, dann könnt ihr bei dem Beichtenformat mitmachen, das wäre sehr nice. Lasst ein Follow auf Instagram da, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und, ja, ich küsse euer Herz. Danke für den Support heute, war ein entspannter Streamerino. Hat Bock gemacht, bewertet mal den Stream von 1 bis 10 und so. Was würdet ihr den Stream von 1 bis 10 geben? So auf ernster Basis. Acht? 7 bis 8? Okay. Ja gut, ich küsse euer Herz. Wie gesagt, wir gehen jetzt rüber auf Twitch. Kommt gerne alle mit rüber. Da machen wir noch Beichten, ein bisschen Reaction, ein bisschen Late-Night-Stream. Ich schicke euch den Twitch-Link rein. Lasst alle ein Follow da, das wäre sehr nice. Jeder, der rüberkommt, ist ein Ehrenmann. Ansonsten alle, die jetzt schlafen gehen, ich küsse euer Herz. Ja. Wir sehen uns. Kommt rüber. Ich bin direkt live. Kuss. Bis gleich. Danke für den entspannten Stream.